народу, народу, мадам. Подожди. Очень, очень. Беспонтовая музыка. На самом деле, очень плохая музыка. А зачем вы пришли сюда? Я думал, намного лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, намного лучше это все будет. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народу мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Linden, ein Stadtteil, so bunt, kreativ und einzigartig, wie seine BewohnerInnen. Genau hier ereignete es sich 2009, ganz beiläufig, bei einem gewöhnlichen Umzug, dass ein paar alte Studienkollegen einen entscheidenden Meilenstein in Hannovers Basketballszene gesetzt haben. Der Beginn einer bis dahin nie dagewesenen Love Story. Zum Basketball und zu seiner Community. Der Beginn einer Neuinterpretation des eingestaubten Sportvereins. Der Beginn eines Projektes, das weit über die Seitenlinien des Spielfeldes hinwegreicht. Kommt mit uns auf eine Zeitreise der Emotionen, der Leidenschaft, der Hingabe und Liebe für dieses wundervolle Projekt. Linden Dudes. Und lasst euch vom Spirit begeistern. So Leute, ihr wisst Bescheid. Heute ist das wichtigste Spiel in 10 Jahren. Wir haben 10 Jahre lang darauf hingearbeitet. Und ihr wisst auch, keiner, nicht mal die Leute hier in unserem Stadtteil, glauben, dass wir es schaffen werden. Ich kann euch mal was vorlesen. Hier. Linden Chronicle. Schlecht, schlechter Dudes. Schwarzer Bär Times. Auch ein blindes Dude findet mal ein Korn. Für die ist das alles nur Zufall, dass wir jetzt da sind und genau hier jetzt versuchen, unseren größten Erfolg einzuheimsen. Aber ich sage euch, das hört jetzt auf. Die Leute sollen es echt verstehen, dass wir hier richtig gute Arbeit machen. Und ich sage euch, und ich verspreche es euch, wenn wir einen Punkt mehr machen als die anderen, dann können wir davon ausgehen, dieses Spiel zu gewinnen. Ist doch so. Ja? Und 3 Sachen müsst ihr nur erledigen, dann werden wir dieses Spiel auch gewinnen. Erste Sache. Wir werden gut aussehen. Alright? 2. Sache. Wenn irgendein Sprungball nicht entschieden ist, die Schiedsrichter wissen nicht, was zu tun ist. Wir feilschen um diesen Sprungball. Wir wollen ihn haben. Okay? Und die 3. Sache, Leute, bleibt einfach cool. Jamal, sag's ihm. We do chest pads. Thank you.
Okay, dann gutes Spiel euch. Wir starten im Jahr 2009 und lassen uns von den beiden Urdudes mal erklären, wie das hier alles begann. Relativ einfache Frage. Bei meinem Umzug Döner gab es danach und da ist dann so ein bisschen eruiert worden, was können wir sportlich machen. Also haben wir gesagt Basketball und dann war so die Geburtsstunde der Dudes. Die hießen damals noch nicht so, aber quasi ist das die Geburtsstunde. Das war konkret 2009. Ne? Marco hatte einen Umzug. War das so eine Spinnerei? Wir haben einen Döner bestellt, nachdem alles fertig war. Und haben überlegt, komm, irgendwas müssen wir machen. Ich war schon länger auf der Suche nach einem Basketballverein, mich auch hier bei einem ausprobiert. Anderer Kollege war auch mit auf der Suche und dann ist das so entstanden. Ne? Dann haben wir das verfolgt und wie man dann so ist, dann wird es dann irgendwann auch konkret. Das war dann irgendwann, wurde immer ehrgeiziger, dass wir jetzt irgendwas machen und es begann alles mit einer Hallenzeit und irgendwann wurde das dann immer mehr. Er hat relativ einfach angefangen. Lass uns mal treffen. Wir haben eine Lehrerzeit genommen, um ein bisschen zu daddeln. So. Und das ging so 2-3 Wochen, hat man gemerkt, ach Mensch, so ein bisschen mehr wäre doch auch ganz, ganz cool. Dann kamen auf einmal irgendwoher mehr Leute. Genau, also ich habe Basketball halt gespielt in der Schule früher, Basketball AG etc. Ab und zu mal auf dem Freiplatz. Aber im Verein war ich nie aktiv. Ja, und dann irgendwann, ich kannte halt über Elmar, kannte ich Danny und auch Carsten zum Beispiel. Und da haben wir dann ab und zu mal Hallenfußball gespielt, in Wülfel war das, glaube ich. Und dann kam irgendwann Danny mal auf mich zu und ich glaube Elmar auch und meinte, ja pass mal auf, wir wollen was ganz Verrücktes machen. Du spielst ja auch ab und zu mal Basketball, komm doch einfach mal vorbei. Wir haben ein paar Leute zusammengetrommelt, wir wollen praktisch unser eigenes Team irgendwie hier aufbauen, weil wir haben ein paar Leute auch in der Hand, die haben irgendwie nichts anderes gefunden. Komm doch einfach mal vorbei. Und ich glaube, dann ging es los im Juni. Da haben wir uns dann getroffen da in der Halle vom Landessportbund an Arthur-Menge-Ufer da und haben da erstmal ein bisschen gezockt und haben dann so für uns so überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht schon ab der kommenden Saison dann am Spielbetrieb teilnehmen. Und dann haben Marco und ich uns dieser ganzen Sache ein bisschen angenommen, mit der jeweiligen Expertise ein bisschen. Marco beim LSB hat sich um vieles Organisatorisches gekümmert. Und auch geguckt, bei welchem Verein wir dann unterkommen, weil wir mussten einen Verein finden, wo wir als Abteilung uns gründen konnten, weil eine eigene Gründung als e.V. stand noch nicht zur Debatte. Wollte ich erst, aber das wäre zu früh gewesen. Und der andere Punkt, da habe ich mich halt stark drum gekümmert, ist das ganze Sportliche und die Organisation vom Spielbetrieb. So, dann haben wir gemerkt, ach, das ist ja fast schon eine Mannschaft und immer mehr irgendwie auch so mehr Gezocke. Und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich können wir auch mal ein bisschen schauen, so ein bisschen Liga. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das? Suchen wir uns einen Verein. Dann waren wir hier bei Hannover, weiß nicht, 78, glaube ich, unten an der Stadionbrücke, sind da angedockt als Abteilung, mussten natürlich auch dann im Gesamtforscher mitarbeiten, haben dann unsere Basketball sozusagen Struktur mit aufgebaut. Von Anfang an die Christoph Wolf, der damals Sportwart im BBH war und uns unheimlich gut beraten hat und mich komplett unterstützt hat bei diesen ganzen sportlichen Themen und auch Anmeldung im Verband, damals im NBV mussten wir uns anmelden und. Und es ist eigentlich dieser Prozess begann eigentlich im Irish Pub hier an der Marktkirche und wurde dann auch über Jahre regelmäßigen Meetings dort fortgeführt. Das heißt, das hat dann auch so einen Kultcharakter schon gehabt, dass die Bergkrug Vikings, das ist der Verein von Christoph, und die Linden Dudes, da war viel Gemeinsamkeiten und das hat sich dann so im Irish Pub immer wieder in regelmäßigen Meetings mit Marcel damals, Mario waren dabei, Marco, also das war schon eine coole Zeit und auch legendär. Ja, also wenn man jetzt mal 2011 nimmt, also bis wir dann gesagt haben, wir gründen einen Verein, erzähle ich gleich warum, war das halt eine unheimliche Dynamik, die dieser Verein da so angenommen hat. Also dieses Projekt war ja noch kein Verein, wir waren beim FV 1897 als Abteilung, mit Abstand wahrscheinlich die jüngste Abteilung in diesem Verein. Und haben ja dann nach dem ersten Jahr, wo uns alle fragten bei jedem Spiel, wer seid denn ihr, wo kommt denn ihr her?
ja, aus Linden, steht auch drauf. Ne? Und, aber die wollten halt so, was seid ihr für Dudes? Was macht ihr jetzt? Wie kommt ihr auf? Wie taucht ihr in der Basketballlandschaft in Hannover auf einmal auf? So, und das war eigentlich ganz witzig, dass man so über ein Jahr hinweg sich erstmal bekannt machen musste. Und ich weiß noch, dass das war, glaube ich, unser erster Gegner, Krastorf, zweite Herren, war so eine Truppe ehemaliger oder damals sogar auch aktueller Leistungssportler im Olympiastützpunkt, zum Beispiel mit Tobi Kühne, Stefan Küther und andere, die im Folgejahr, in unserem zweiten Jahr, ja direkt unsere zweite Mannschaft geworden sind. Die sind von dem Verein Grasdorf zu uns gekommen und waren auf einmal unsere zweite Mannschaft. Parallel haben wir in dem Jahr die Damen vom TKH übernommen und auf einmal hatten wir drei Mannschaften. Also erst waren wir eine Mannschaft und im zweiten Jahr waren wir mit drei Teams am Start. Das ist eine Entwicklung, die war enorm, aber auch nur, weil die Leute uns cool fanden, weil die Kultur stimmte, die Art, wie wir miteinander umgegangen sind, respektvoll, sich halt eben nicht ganz so ernst nehmend, ne? Locker sein, auch auf dem Spielfeld, man gewinnt oder verliert, ist egal. Wir haben wirklich für den Spaß gespielt und in der Truppe alle integriert, auch wenn sie vielleicht nicht die begnadetsten Basketballer waren oder es noch nie gespielt haben. Ich meine, wir haben, da bin ich schon auch echt stolz drauf, wir haben Leute reingeholt, die bis dahin noch nie Basketball gespielt haben. Und ich denke, das berühmteste Beispiel an der Stelle ist tatsächlich auch Marci, der, glaube ich, vorher nie Basketball gespielt hat, vielleicht mal in der Schule, der das eigentlich kontinuierlich gelernt hat. Genauso Stefan Otto. Stefan Otto hat, ich weiß nicht, wie oft ich mit denen auf dem Korb stand, alleine. Und die anderen haben gezockt und ich habe mit denen Korbleger geübt, damit sie beim nächsten Mal mitzocken konnten. So, und die Zeit, die man da investiert hat und die Dankbarkeit, die man dafür bekommen hat und auch später dann mal in vielen tollen Briefen und so Feedback schreiben, so dass man schon auch so ein bisschen die Seele dann über viele Jahre war für diesen Verein, so mit diese Mentalität, diesen Spirit geprägt hat, das ist was, wenn ich so zurückblicke, mich dann auch sehr stolz macht tatsächlich, dass das auch bis heute so von Marco oder auch dir dann entsprechend weitergetragen wurde. Und ich hoffe, das bleibt so. Auszeit! So, hello, ihr Basketball-Lover von den Linden-Dudes. Ich bin Torben von Niemandgin. Wir kommen aus Hannover-Linden, genau wie ihr. Und wir machen seit einigen Jahren unseren leckeren Niemandgin. Heute zeige ich euch, wie ihr den perfekten Gin Tonic zubereitet. Als allererstes kommen 4 bis 5 cl oder so viel ihr mögt von unserem Gin. Einmal in ein Glas eurer Wahl. Als nächstes brauchen wir natürlich ein paar Eiswürfel, damit das auch schön gekühlt ist. Ja, ach komm, ein paar mehr kann es ruhig sein. Und ganz wichtig dabei, wir haben Apfelsaft als regionale Zutat mit in unserem Gin. Deswegen kommen bei unserem Classic Niemand Gin Tonic immer ein bis zwei Scheiben Apfel rein. Das ist lecker, da saugt sich auch mit dem Geschmack auf und könnt ihr ganz am Ende, wenn der Drink ausgetrunken ist, noch als kleines Dessert genießen. Dann nehmen wir einen Classic Tonic dazu, füllen das bis oben hin auf. Und wer mag, kann sogar noch einen kleinen Rosmarinzweig mit dazugeben. Das ist nämlich einer unserer Key Botanicals, das heißt, das verstärkt nochmal den Geschmack von unserem Gin. So, das ist auch schon gar nicht schwer zu machen, richtig easy sogar. Ich wünsche euch noch viel Spaß und Cheers! Schnell stellte man fest, dass das Projekt Linden-Dudes größer ist als eine Sparte in einem bestehenden Verein und gründete kurzerhand einen eigenen Verein. Also 2011, warum kam es zur Vereinsgründung? Zwei Jahre Linden-Dudes im FV Linden 1897 waren für mich am Ende. Also ich habe die Abteilungsleitung übernommen und war damit im Vereinsvorstand, die Vertretung von uns. Also so diese offizielle Organrolle übernommen. Und die Zusammenarbeit war jetzt nicht so modern geprägt, modernes Ehrenamt, auch sehr nicht so kooperativ. Das war wenig innovativ. Wir durften zwar viel machen,
Trotzdem gab es den Punkt nach 2 Jahren, also nach der 2. Saison, wo ich gesagt habe, also entweder ich schmeiß das jetzt alles hin oder wir machen es jetzt selbst. Wir hatten ja viele Ideen, wie Verein funktionieren kann, was wir machen wollen, wie wir so ein bisschen Lifestyle reinbringen, sehr viel mit, das Mitglied ist gleichzeitig engagierter und das ging halt in dem Verein, sehr historischer Verein, eigentlich nicht so richtig gut und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir es gleich richtig und gründen eben einen Verein, sind ein bisschen mutig und hatten auch alle Kompetenzen da und viele Erfahrung aus Vereinsarbeit und dann ging es relativ schnell los. Und damals habe ich eine Mail geschrieben an eine Handvoll Leute, nee, lass es 2 Handvoll Leute gewesen sein, die ich damals so, wie damals so die Verbindung war, ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver. Marco natürlich, Katja Kreuzfeld, Katie Lutz, Mario war da drin, Marci wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es nicht sogar auch, Torben Schmantek, also einige, und ich habe gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwas ändern. Und dann haben wir ja relativ schnell einen Weg gefunden und haben gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dann waren wir bei Knufte, bei dessen Eltern da bei Eintracht in dem Restaurant und haben da unsere Gründungsversammlung gemacht, veranstaltet, zu der wir eingeladen haben. Und das war am 14. April 2011 und dann war das Ding fix. Dann standen da das Protokoll, die Unterschriften, 34 Teilnehmer meine ich. 34 oder 43, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube aber 34 waren es. Es waren nahezu alle da. 2 Herrenteams und Damenmannschaft. Und dann ging das los. Es gab einen legendären eine Gründungsversammlung, wo tatsächlich meine ganze damalige Damenmannschaft ziemlich vollzählig auch antrat, weil es darum ging, genau in diesen 9 zu gründenden Verein in Summe einzutreten als Mannschaft. Und ich weiß nicht mehr, wo es war, aber es war auch so ein Vereinsheim, so ein richtig biederes Ambiente und eigentlich genau das, was wir nicht mehr so richtig wollten. Aber gut, es gab einen Raum und wir sind dann, es gab irgendwie auch so Abstimmungen und wir haben dann quasi gemeinschaftlich an dieser ersten Sitzung teilgenommen und uns eben ja dafür entschieden, da einzutreten und diesen Verein auch mitzugründen. Also von den eigentlichen Anmeldungen und so habe ich gar nicht so viel mitbekommen, aber ich erinnere tatsächlich, dass der Termin beim Notar, wo es um die Vereinsregister-Eintragung ging, stattgefunden hat, indem ich da mit meiner 5 Wochen alten Tochter hinkam, ne, und mich dann da hingesetzt habe und auch nicht viel Zeit hatte so. Und wir dann da diese Unterschriften geleistet haben über diese Vereinsgründung. Und das war schon spannend und ungewohnt auch für mich. Das hatte ich auch noch nie so erlebt. Und überhaupt dieses Vereinsregister-Thema war mir völlig unbekannt zu der Zeit. Also Herausforderungen, wenn du mich jetzt heute so fragst, nach 12 Jahren, würde ich fast sagen, waren da gar nicht so sehr, auch da wüsste ich jetzt gar nicht, was eine Herausforderung war. Weil am Ende war das Talent von Marco durch seine Erfahrung, durch seinen Job im LSB, aber auch durch die ganze Erfahrung im Bereich Verein und Struktur, das war ein Selbstläufer, genauso wie der andere Bereich mit dem sportlichen Themen oder auch das Thema mit dem Logo und auch, ich habe dann die Website aufgebaut, das war natürlich eine Herausforderung, war aber am Ende nicht so wild, war jetzt aber auch nicht das Ding. So, aber die Basics, die haben wir dann schnell geregelt bekommen. Ich glaube, am Anfang, ich will nicht lügen, haben das tatsächlich überwiegend Marco und ich schon gemacht. Wir haben dann aber relativ schnell gemerkt und die Herausforderung war das dann schon, das können wir nicht alleine machen. Und das war dann auch so der Grundstein in den Gedanken, die wir uns gemacht haben, Richtung, wie verteilen wir diese ganzen Aufgaben an andere und binden die mit ein, was sich ja heute dann mehr oder weniger in so einem Engagementverein widerspiegelt. Aber damals hieß das bestimmt noch nicht so. So weit waren wir noch nicht. Da fehlte die Systematik. Aber der Grundgedanke war schon mal da. Lindendudes, was soll das eigentlich heißen? Steckt dahinter tiefgreifende Lyrik? Oder doch eine klare Message?
Also vielleicht vorweg, Marco und ich haben uns überlegt, wie machen wir das Ganze? Wie nennt man das ganze Projekt? Als es klar wurde, wir wollen da ein bisschen mehr. Wir wollen auch eine Mannschaft in den Wettkampfbetrieb melden und in der Liga spielen. Also nicht nur Hobby, wie die erste Idee, sondern mehr. Da muss natürlich auch ein Vereinsname her. Und wir waren halt echt die ganze Zeit so die feinen Pinkel, alle so um die 30, haben sich auch nicht so ernst genommen, auch die ganze Sache. Manche konnten gar nicht Basketball spielen, manche konnten es ein bisschen besser. Naja, also einmal der Großteil derer, die am Anfang dabei waren, haben in Linden gewohnt. War natürlich auch so ein bisschen unser Hood. Und dann Dudes, der andere Kollege, Danny, ist auch im Interview, der hat dann ein bisschen eruiert, feine Pinkel, ein bisschen runtergekommen, nicht ganz so ernst nehmen. Deswegen sind wir dann schnell bei Dudes gelandet. Ich habe schon immer den Film Big Lebowski, war schon immer mein Lieblingsfilm, der Dude. In Göttingen war ich auch immer so ein bisschen der Dude. Und dann war das mein Vorschlag, der hat sich dann am Ende auch durchgesetzt in der Runde. Und eine meiner liebsten Anekdoten in den letzten Wochen ist eigentlich, ich bin ganz froh, dass ich mich durchgesetzt habe, weil sonst würde der Verein jetzt Lindenblüten heißen. Lindenblüten. Das war Markus' Vorschlag. Das Logo, die Erkennungsmarke eines jeden Vereins. Ein Wappen, das mit Stolz durch die Nation getragen wird und auf den ersten Blick den Namen perfekt wiedergeben muss. Das Logo ist erstmal mit dem großartigen Stefan Otto entstanden. Also wir hatten dann irgendwann schnell den Grafikdude gefunden, weil wir irgendwie jeden, also das ist nicht negativ klingen, aber wir haben wirklich jeden aufgenommen und haben gesagt, jeder ist willkommen. Also das war unsere Willkommenskultur. Und dann war da halt eben Stefan Otto, der ein Grafikdesigner war. Und nachdem der Name dann ja auch feststand und ich habe tatsächlich auch ein paar Entwürfe gemacht, die habe ich auch, ich glaube, habe ich dir ja auch zur Verfügung gestellt. Die waren alle ein bisschen anders. War dann irgendwie so ein Nachmittag mit Stefan in seinem Grafikstudio und wir haben da gesessen und haben, keine Ahnung, 3 Stunden. Ich glaube, das war auch nicht leicht für Stefan. Aber er hat dann da schon nochmal als Fachmann so die entscheidenden Impulse gegeben, was auch dann diese Verbindung zu den 3 warmen Brüdern, die ich auch immer schon gut fand, das ist ja eine absolute Identifikation und dann war das so ein Selbstläufer und dann der Basketball und die Sonne, also wie so die Sonne, die aufsteigende Tendenz, was ja für den Verein ausspricht, ne? Ein aufsteigendes, aufstrebendes Projekt bis heute. Dann kam einer und Engagement war schon immer willkommen und dann der sagte, Mensch, was kann ich machen? Ich bin Grafiker. Cool, machst ein Logo. Spielerwechsel. Eine Sache, die ich auch, wo ich gerade noch mal drüber schmunzeln muss, war, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das war. Damenspiel. Und ich hatte Patrick Maher hatte eine Kamera dabei, Mikrofon. Irgendwer hatte orangene Perücken mit Locken mitgebracht. Ich glaube Mario oder Marci, Cappy auf und ich bin losgelaufen mit dem Mikro und habe wahllos die Damen und auch den Gegner, das war damals BSC Acosta Braunschweig, wild drauf los und wir haben halt nach dem Spiel Interviews geführt. Oh, Viertelpause, ihr habt 2 Minuten Zeit, euch auszuruhen. Herzlich willkommen jetzt im Dudes TV Halbzeitstudio. Unser Assistant oder Head Coach, was ist es? Assistant Coach. Patrick Maher. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Gut, diese Mädels sind heiß, aber die sind noch nicht auf dem Siedepunkt. Ja. Also ich würde sagen, die Mannschaft kämpft. Das ist ein sehr enges Spiel. Ich finde, es brilliert durch taktisch und technisch gute Aktionen. Mir fehlt in der Defense so ein bisschen dieses aktive Agieren. Die Hände sind nicht oben, es ist ein bisschen lasch, das ist das Einzige. Sonst super, vorne tolle Aktion. Ja, sehe ich auch so. Vorne gute Weakside-Pässe, Release-Pässe, 1 gegen 1, das klappt ganz gut. Ja. Die Zone ist eigentlich auch nicht schlecht. Das Motto No Easy Cuts in der Zone, das klappt noch nicht ganz so, aber die sind dran und arbeiten dran. Ja, ich habe zwischendurch eine gute Deny-Verteidigung gesehen von Christina, auch der Jugo genannt. Ja, wird es mehr davon zu sehen geben, weil eigentlich ist damit, glaube ich, Acosta sehr einfach zu schlagen. Ja, wir haben noch was vorbereitet fürs dritte Viertel und das wird gleich eine große Überraschung werden. Ich sage nur 3 Bigs and 2 Smalls. Oh,
Hallo Vicky. Hi. Grüß dich. Ja, eigentlich ein spannendes Spiel, stark umkämpft, gute Aktionen. Der Einsatz stimmt auf beiden Seiten. Was sagst du zum Spiel? Schade. Ich bin nicht so gut vor der Kamera. Nee? Ich habe jetzt auch noch nicht so viel Kameraerfahrung. Von sprichst du? Anne! Sprechen wir nochmal mit einer der Topscorerin des heutigen Spieltags. Vielleicht Anna, ein kurzes Statement zum Spiel. Am Ende, also gut gezogen, viele gute Aktionen, gerade eine Menge in Ones, gerade du und am Korb. Was hast du zum Spiel? Ja, scheiße, ne? Ja. Ist das Endergebnis am Ende verdient? Nein. Nein, ah, gut. Werden die Dudes sich in der Sommerpause mit neuen Spielern verstärken? Ja, da müssen wir mal schauen, ob das Geld reicht. Da müssen wir nochmal mit unserem Vereinsvorsitzenden sprechen. Und wird am Ende doch die Trainerfrage gestellt? Was hast du? Wird am Ende doch die Trainerfrage gestellt? Oh, das ist natürlich ein brisantes Thema. Also da dürfen wir leider nicht drüber reden. Ah ja, werden die Dudes denn international weiterkommen? Oh, ja. Auf jeden Fall, also. Okay, Tisch ist klar. Der Verein war gegründet und auch die ersten Teams für den Spielbetrieb gemeldet. Wie hat man es jedoch geschafft, noch mehr Menschen für die Dudes zu begeistern? Oh je, zu den Dudes gekommen. Ich habe mir damals in Hannover einen neuen Verein gesucht und die Dudes waren der erste Verein, den ich besucht habe und ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt und bin direkt da geblieben. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht mehr so genau. Ich glaube, Danny hatte mich damals mit angeschleppt, nachdem wir zusammen vorher in Würfel Hallenfußball gespielt hatten. Danny kam irgendwann mal, ich habe mit Danny zusammengearbeitet im Büro und dann kam er eines Tages zu mir und meinte, wir brauchen hier für so eine Basketballtruppe noch ein paar Leute. Hast du nicht Bock dazu zu kommen? Dann habe ich ihm gesagt, du, ich habe glaube ich mal in der Realschule irgendwann ein bisschen Basketball-AG gespielt, dreimal, dann habe ich mir den kleinen Finger gebrochen, seitdem hatte ich keinen Bock mehr. Hat er gesagt, ist egal, wir brauchen jeden, Hauptsache du kannst einen Ball fangen und wieder wegwerfen und ja, ein paar Tage später stand ich in der Halle im Entenfang. Ich habe in einer Mannschaft gespielt mit der Katie Lutz und wir waren ja so ein Anhängsel des TKH. Und so eine ungeliebte, notaufgenommene Truppe. Und über sie haben wir eben Marco kennengelernt und sind so ein bisschen in diesen Dunstkreis dieser Idee eines eigenen Vereins gekommen. Und waren dann ja tatsächlich auch die erste spielberechtigte Mannschaft dann damals nach der Vereinsgründung. Ich bin Ende 2009 nach Hannover gezogen und meine damalige Freundin musste noch in Münster arbeiten und ich saß zu Hause ohne Internet, mir war saulangweilig. Ja, vermute, weil es schon so lange her ist, das war das Internet, dass ich da einfach nach Basketball in Hannover gesucht habe. Ich habe vorher ja überall in allen möglichen Vereinen gespielt, komme aus Garbsen und dann ich dachte, ich brauche einen Verein hier in Hannover. Also tatsächlich bin ich durch einen ziemlich guten Freund auf die Dudes aufmerksam geworden. Ich wollte irgendwas Sportliches machen, wusste aber nicht genau wo und dann meinte der doch, komm zu den Dudes, habe ich ein paar Probetrainings gemacht, hat mir ziemlich gut gefallen. Das Training war auch sehr gut, muss man sagen, von Schotti und dann bin ich hier geblieben. Und dann habe ich Dudes Homepage gesehen, damals schon geil, 2009. Und habe da einfach hingeschrieben. Und dann hat tatsächlich Danny damals sehr schnell geantwortet. Und dann war ich beim ersten Mal, wo ich da war, war es Weihnachtsdaddeln, wo ich mir direkt die Bänder gerissen habe. War super. Und ja, seitdem bin ich da. Durch zwei Dinge. Einmal hat mein Bruder Tillmann mich eingeladen, mal mit zum Training zu kommen. Er sprach damals von einem netten Herrenteam, wo man zocken kann, eben aber auch trainieren. Und der Verein hätte eine ganz coole Identität. Also bin ich dorthin gegangen und etwa zeitgleich kriegte ich auch einen Anruf. Das war um 2016, als ich mit meiner Familie hergezogen bin, dass ein Damentrainer gesucht sei. Ich habe dann zugesagt und begann dann mit CJ die Damen zu trainieren in der zweiten Regio. Und so kam ich zu den Dudes. Ich habe schon früher längere Zeit Basketball gespielt, auch hier im norddeutschen Raum, habe Praktikum in Stade gemacht, kannte Janne Bartsch darüber und so indirekt auch schon ein kleines bisschen Nele. Und dann war ich lange in Süddeutschland und habe da auch Oberliga und Regionalliga gespielt. Und als ich dann fest wieder hier in den Norden gekommen bin, habe ich halt im Großraum Hannover geguckt, was es denn für Vereine gab. Und für mich war einfach auch das sportliche Thema, also auch in einer Regionalliga spielen zu können
oberste Prio, zu TKH Hannover wollte ich halt nicht. Und ja, dann habe ich mir die Homepage angeguckt und fand das alles ganz cool aus. Und sich zu engagieren, das macht man ja aus meiner Sicht so im Verein. Also war das genau das Richtige. Zweimal beim Weihnachtsanal die Bänder gerissen. Das eine Mal, wo du dich beim Aufstehen noch schon drauf abgestützt hast. Ja, das Foto gucke ich mir immer wieder gerne an. Eine Halle wie die Dudes. Charmant, mit Ecken und Kanten. Seinen ganz eigenen Style und viele Emotionen. Aber wie erinnern sich die Spielerinnen und Spieler an diese besondere Halle? Der erste Dudes Dome. Knackig, eng, heiß, laut. Jeder Gegner hat das Fürchten gelehrt bekommen. Es waren hitzige Duelle. Wir haben diese charmanten Körbe, die man an einer Kurbel so nach vorne ziehen musste, damals dann für die Regionalliga, weiß ich noch, mit der Stadt, was für ein Aufwand, aber es hat dann auch recht einfach geklappt, haben wir Plexiglaskörbe bekommen mit Klappmechanismus und Polstern, damit das Regionalliga-tauglich ist. Und die Halle ist legendär und die vermisse ich auch. Best Gym in Hannover. Der Dudes Dome, der erste. The first real Dudes Dome. Ich müsste selber sogar einmal mit Zelle da gespielt haben, also gegen die Dudes. Bitte? Ja. Ja, der alte Dudes Dome. Früher war alles besser, ne? Wenn ich daran denke, würde ich auch sagen, früher war vieles besser, auch der Dudes Dome. Es lag einfach daran, dass es eine alte, kleine Halle war. Die hatte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Charme. Die auch überhaupt nicht mehr den Regeln der heutigen Vorgaben entspricht, sodass man da auch raus musste. Aber natürlich war es reizvoll, direkt neben der Auslinie zu sitzen und irgendwie den Schweiß der Spieler abzukriegen. Praktisch den Gegenspieler von hinten an der Hose ziehen können, wenn sie einen Einwurf machen. Die Leute saßen alle direkt am Spielfeldrand, mit den Füßen quasi im Spielfeld. Wir haben da gespielt, die Heizung hat nicht funktioniert, es war scheißkalt. Ja, du konntest in der Halle, konntest du deinen Atem sehen und haben trotzdem gespielt. Und beim Einwurf haben sie dich quasi abgeklatscht und es war einfach ein ganz anderes Gefühl und eine ganz andere Stimmung da in dieser Halle. Da fühlt man sich ganz anders dabei, als wenn man oben auf der Tribüne sitzt. Und da hat es auch gereicht, wenn 20 Leute da waren, das kam sofort Stimmung auf. Da saß du halt mit dem Fuß schon im Spielfeld und wenn da 20 Leute da waren, dann war da halt Stimmung. So, da hast du dich gefühlt wie auf dem Betzenberg. Das ist einfach geil. Davor in Stade haben wir auch mal in so einer relativ kleinen Halle gespielt und wenn dann die halt voll ist, ist es so mega krass einfach. Und das Feeling kriegt man halt in großen Hallen einfach nicht rüber. Und das war in der alten Halle ja schon schöner. Das ist sicherlich was, wo man am neuen Dome noch arbeiten muss. Wir müssen unbedingt hinkriegen, dass in der neuen Halle einfach viel mehr Leute sind. Dafür haben wir jetzt eine tipptopp moderne Halle und auch auf der Tribüne ist es ja sehr, sehr nett. Ne? Das hängt ja auch von einem selber ab und vom Team, ob man da ist. Insofern, ja, früher war gut, aber jetzt ist auch gut. Ja gut, also wir haben natürlich irre Glück mit der neuen Halle. Die ist wirklich super modern und schick, aber man kann es so ein bisschen damit vergleichen. Schickes, modernes, neues Fußballstadion, alles gut und schön. Aber so ein schönes, klassisches, altes Fußballstadion, wie zum Beispiel in England, wo die Leute direkt am Spielfeldrand sitzen und Sporthallengeruch, dieses Muffige, was dazugehört. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, so ungefähr war das ja bei uns auch und das hat natürlich seinen Charme gehabt, denn die Leute, alles war dichter, alles war enger, alles war so auch ein bisschen runtergekommen, aber es gehörte irgendwie dazu, so ein bisschen mehr diesen Dudes-Flair für mich, also dass man wirklich dieses leicht, wir sind nicht so professionell, aber wir sind sehr liebevoll und das war schon immer schön. Es war immer viel Aufwand. Dieses ewige Hickhack mit den Schränken. Also diese Fragestellung, wo um Himmels Willen lassen wir unseren Kram? Wir haben nie in der Halle trainiert, wir waren trotzdem gut drauf. Das war für uns unsere Heimhalle. Punkrock-Feeling hatte man da immer, wenn man da reinmarschiert ist. Das fehlt natürlich. Andererseits haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten auch mit der neuen Halle. Also ich bin werde auch immer ein großer Fan vom alten Dudes Dome sein. Das ist für mich auch der Dudes Dome, dieses neue Mehrzweckding da. Da fehlt halt was. Da fehlt Emotion, da fehlt Stimmung, da fehlt. Also den alten Dudes Dome, den fand ich extrem gut. Ich hatte mal Freunde eingeladen aus Würzburg und Stuttgart, die zum Regionalligaspiel der Damen kommen sollten, was ich coachen wollte.
aus den Zeiten in Süddeutschland bin ich in die Halle gekommen und habe gedacht, das ist nicht euer Ernst. Hier kann man doch kein Basketballspiel spielen. Also ist nicht genug Auslauf zu den Seiten. Nach hinten ist auch schon ganz schön kritisch. Und dann sind die auch hier hochgefahren nach Hannover und wollten dann in die Halle kommen, aber die war schon relativ voll. Deswegen konnten sie sich nur in diesem Holzeingangsbereich, also diese komische Holztür da, positionieren, mussten über Leute drüber gucken. Das suggerierte ihnen ja, dass relativ viele Leute zuschauen und dass die Stimmung gut war. Von daher war es schon ganz cool. Es bedurfte halt auch immer eine Sondergenehmigung vom Verband für eine Regionalliga-Mannschaft. War das halt ausreichend? Ich glaube, wenn man bei den Herren höher spielen würde, hätte man das schon nicht mehr gekriegt. Sie fragten danach mich aber schon, sag mal, war das wirklich Regionalliga? Darf man in so einer Halle überhaupt so spielen? Und ich sagte natürlich, das ist unser Dome. Und genauso habe ich ihn in Erinnerung. Und wenn dann jemand zum ersten Mal Aufbau machte und nicht wusste, wie das alles so läuft und nicht wusste, wie er das zurückstellen sollte und den Schrank nicht zukriegte oder das Kabel fehlte. Oder also da haben wir relativ viel Zeit und Energie an den Spieltagen hinein investiert in diesen Auf- und Abbau und das irgendwie hinzukriegen. Und da hat sich halt alles letztlich entwickelt. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Alles, was wir jetzt haben, ist ideentechnisch eigentlich da gereift. Und jetzt halt nur im größeren, irgendwie professionelleren Rahmen dort. Aber ich erinnere mich an ganz, ganz viele schöne Spiele, an Löcher, die wir zumachen mussten, Matten, die an die Wand und vor die Wand mussten, weil man sich sonst da irgendwie halb umbringt, weil kein Platz war. Und tatsächlich immer ein gutes Buffet damals. Wir hatten immer Kuchen, wir hatten immer Getränke. Wir hatten Kaffee mit einer Kaffeemaschine mit unserem eigenen Segafredo-Menschen, der das organisiert hat. Und das war schon, also ein bisschen liebevoller noch. Aber es war natürlich total toll, dass wir diese Schränke hatten, weil wir haben ja immer viel Geraffel gehabt und oder viel auch Schilder und irgendwie Dinge, die eben den Dudesdom als Dudesdom auch kennzeichnen sollten. Und das war immer tatsächlich ein ordentlicher Aufwand, da dann eben das alles so zu verteilen, dass es auch richtig und stimmig und vollständig dann hinkam und auch wieder zurück. Ja, aber es ist auch einfach schöner gewesen. Ja. So, ich würde da auch gerne weiterspielen. Andererseits finde ich neue Hallen auch immer cool, weil es einfach, die Duschen sind angenehmer, das Ganze ringsherum. Aber was natürlich verloren geht, ist wirklich so das Flair oder die Atmosphäre am Spielfeldrand. Und deswegen, ja, ab und zu weint man der alten Halle schon nochmal, dem alten Dudesdom schon nochmal eine Träne nach. Aber am Ende des Tages ist man natürlich schon glücklich, jetzt in so einer hochmodernen High-Class-Halle spielen zu dürfen. Also Humboldt-Schule war damals schon ziemlich cool. Ich kannte auch ehrlich gesagt nichts Größeres oder so. Aber dann Gymnasium Limmer, das war schon sehr, sehr cool. Vor allem, als man erfahren hat, jo, wir kriegen jetzt eine neue Halle, frisch gebaut und dann das erste Mal in dieser Halle stehen. Das war wirklich ein Moment, wo man sich gedacht hat, das ist unsere Halle. Auszeit! Ich bin noch in der Restaurant, der Bebe. Ich gehe schon wieder in der Bayer. Ja, Leute, ich bin dabei. Anfang schwer. Oder etwa doch nicht? Die erste Zeit bei den Dudes war geprägt vom quasi Ankommen als eigener Verein und so die ganzen Dinge, die sich da so einruckeln, auch in der Administration und gerade auch im Vorstand, ne, wie wir zusammenarbeiten, welche Themen wer da irgendwie betreut. Ja, zum Teil ziemlich improvisiert, weil halt alles neu war, organisatorisch auch für uns. Aber da wir ja doch anhand Expertise hatten, hat dann doch im Endeffekt alles geklappt. Ich erinnere natürlich insbesondere aus dem Ressort, was ich geleitet habe, Finanzen,
Natürlich immer die Nichtzahler, also solche Themen, wo man auch vorher nicht drüber nachdenkt, dass es sowas gibt. Aber natürlich gibt es sowas. Also Leute, die einfach kommen und eintreten, aber dann nicht zahlen, die man mahnt, wo man Mahngebühren hat und wo es ein ewiges Hinterherlaufen ist, da irgendwie auch zu versuchen, diesen damals ja noch sehr geringen Beitrag irgendwie einzutreiben für die Dudes. Und eben alles, was da an Formularwesen so eine Rolle spielte. Also irgendjemandem zu bestätigen, dass er ein- und ausgetreten war. Ersten Jahre bei den Dudes waren, würde ich sagen, eigentlich die geilsten. Wir hatten zwar die schäbigste Halle in ganz Hannover, wo es immer nach Urin gestunken hat, die Umkleidekabinen immer eine Baustelle waren in meiner Erinnerung, aber wir hatten ein Team, es waren immer alle da, zweimal die Woche zum Training, es waren alle hochmotiviert beim Zocken. Die ersten Jahre waren interessant, als ich ankam, hatten wir nur eine Mannschaft und ich musste mich erstmal reinfinden, war jetzt nicht sportlich, waren wir jetzt auch nicht unbedingt so die Besten. Ich erinnere mich daran, dass wir schlimme Niederlagen hatten gegen Post-SV, wo gefühlt alle, ich bin jetzt mittlerweile 40, sage alle 40-jährig waren und nicht mehr laufen konnten. Also das, was am Training am meisten Spaß gemacht hat, war natürlich, dass man nach einer Zeit gesehen hat, wie sehr man sich entwickelt hat. Also bei mir war es wirklich so, nach ein paar Trainingseinheiten habe ich gemerkt, oh, ich mache schon langsam Fortschritte. Und dann jetzt nach jeder Saison hat man gemerkt, oh, ich habe was Neues dazugelernt. Und dann irgendwann so ab U14, U16, als man gemerkt hat, dass man auch im Open Gym mit den Herren mitspielen konnte, war das natürlich der Moment, wo man gesagt hat, das wird richtig geil. Wir haben im LSW unsere Punktspiele gemacht. Ich glaube, am Anfang habe ich gar nicht gespielt, weil meine Skills dafür, glaube ich, bei weitem noch nicht ausgereicht haben. Aber es war irgendwie einfach dieses Gefühl, dass immer alle da waren und alle mit dabei waren und irgendwie das so eine geschlossene Gruppe war, das war schon eine sehr coole Zeit am Anfang. Die ersten Jahre bei den Dudes heißt für mich seit 2016, das verlief eigentlich ganz ordentlich. Mit den Damen haben wir den dritten Platz in der Regionalliga 2 geholt. Das war eine Saison, die hatte Höhen und Tiefen, aber eben besonders schöne Spiele wie den Sieg gegen TKH. Erstmal war es hauptsächlich so das sportliche Thema, also mitspielen. Die erste Saison, die ich da war, war auch gleich Ellen, unser Trainer. Das war schon spannend. Da sind einige Welten aufeinander getroffen, auch im Positiven. Also da habe ich auch einen Spitzennamen, den ich sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Also er konnte meinen Namen nicht aussprechen und hat dann einfach Sissi, du bist jetzt Sissi gesagt. Und seitdem war ich dann halt Sissi über den Dudes. Das ewige Thema, auch damals schon zu Beginn, ist, wer engagiert sich wie viel? Wie stellt man sicher, dass es auch dieses Engagement in irgendeiner Form halbwegs gleich so verteilt ist oder es eben doch nicht immer dieselben sind, die Dinge tun? Und wie kriegt man diese Idee eines Engagementvereins irgendwie verankert? Das hat sich, nehme ich an, bis heute nicht wahnsinnig verändert. Das ist immer wieder ein Thema. Damals war es das auch schon. Ja, aber dann ging es ganz gut los. Zweite, dritte Jahr, ich bin dann irgendwann, ich glaube im 2011, glaube ich, habe ich als Spielertrainer das Ganze übernommen. Erst die damalige zweite Mannschaft, dann sind wir zu dritten geworden, woraus dann die Namensschöpfung Dreite entstand und was eine mega geile Truppe war über Jahre. Du warst auch dabei. Vom Spielbetrieblichen her hat es einfach, also war es geprägt die erste Zeit durch Wachstum vorrangig. Ne? Also wir haben immer mehr Mannschaften gemeldet über die Zeit. Damals auch noch vorrangig halt erstmal Erwachsene. Später kamen dann auch die Kinder dazu. Aber zu Beginn gab es eben keine Jugendlichen im Verein. Und das war ja auch schon lange ein Ziel, dass wir gesagt haben, es wäre schön, wenn der Verein von unten auch hochwachsen würde. Aber das war eben zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall. Also, aber Vorbereitungen natürlich in dem Zusammenhang gab es. Am Anfang kannte ich jetzt nur meinen einen Freund, der mich hier rübergeholt hat. Aber dann nach ein paar Trainings hat man sich natürlich auch mit den anderen angefreundet. Und nach einer Zeit habe ich dann auch Freunde von mir rangeholt. Und seitdem waren wir eigentlich immer so eine Gruppe von mehreren Leuten, die sich auch ziemlich lang und ziemlich gut kannten. Und die meisten sind jetzt auch immer noch dabei. Basketballerisch für mich als Spieler lief es erstmal so, dass ich in der Herren 4 unterwegs war, in der Spaßtruppe, in der man einfach viel zocken konnte. Dort spielten Größen des Vereins mit, Marci, der Bundestrainer, Marco Lutz zu Beginn, mein Bruder Tillmann, Danny. Also es war schon eine Gruppe voller Freaks und genauso haben wir auch gespielt. Ja.
Wie verliefen die ersten Jahre? Ne? Das ist mal sonnig und wolkig, ne? Immer abwechselnd. Mal hast du gewonnen, mal hast du verloren. Was immer da war, war irgendwie eine gute Teamchemie. Also das, was abseits des Feldes sich so zugetragen hat, war eigentlich für mich der Grund, bei den Dudes zu bleiben. Ich habe dann mit irgendwie Mitte 30 meine sportliche Karriere jetzt nicht mehr irgendwie in der ersten Bundesliga gesehen, sondern wollte Spaß haben und das konnte ich bei den Dudes. Und immer mit dabei, in der heimischen Halle, dieses kleine Stück Stoff aus fernen Ländern. Für das letzte Stückchen Flair an der Seitenlinie. Warum ein Teppich? Mit dem Teppich? Das musste Danny fragen. Gut. Ja, der Teppich ist natürlich eng verknüpft. Mit unserem Namen. Ne? Also Dudes kommt ja von dem Dude aus Big Lebowski, die Hauptfigur da. Jeder, der den Film The Big Lebowski kennt, der weiß, dass es in diesem Film einen Teppich gibt. Und auf diesen Teppich hat mal einer, also da hat ein Typ dem Dude draufgepinkelt. Also da hat einer auf den Teppich gepinkelt. Der Dude geht dann da zu dem Herrn Lebowski und will diesen Teppich ersetzt bekommen haben. Und das zieht sich so ein bisschen durch und dann nimmt der Dude so seine, der Film so seinen Lauf. Man muss ihn einfach gucken. Ich glaube, er ist ab 16. Also vielleicht da nochmal der Hinweis vorab. Aber dann erklärt sich der Rest von selbst. Und dann erklärt sich auch ein bisschen, wie die Dudes so hoffentlich dann auch immer noch drauf sind. So. Und wer den Film kennt, wer die Story so ein bisschen kennt, der weiß, dass ihm ja sein Teppich abhanden kommt. Und so als kleine Hommage daran haben wir schon ziemlich früh für uns beschlossen, da brauchen wir so ein kleines... So eine kleine Ikone, sage ich mal, auch in unserer Spielhalle immer, um das auch immer schön zu repräsentieren. Und dann hat, was Ascher damals, der hat dann seine Kontakte spielen lassen und dann diesen kleinen Teppich besorgt. Der Teppich ist von Poco. Ich glaube, 4,99 hat er gekostet. Ich meine, dass der Teppich, der jetzt da bei uns in der Halle im Schrank liegt, dass das auch immer noch der original erste Teppich ist. Also ich glaube, der wurde nie ersetzt. Das ist immer noch der, also wie viele Generationen von Basketballstiefeln da drüber gelatscht sind, wie oft der schon irgendwie vergessen wurde und dann wieder geholt und so. Also der könnte Geschichten erzählen, dieser Teppich. Also das ist schon Wahnsinn. Und es gibt ihn heute noch. Und auch da muss ich sagen, ich glaube, der ist jetzt auch 10 Jahre alt, der Teppich, mindestens. Ich glaube, den gab es sogar schon vor der Gründung. Aber gereinigt werden müsste er, glaube ich, trotzdem manchmal mal. Ich habe den Teppich zu Auswärtsspielen mitgenommen, damit man schön die Schuhe abtreten kann, damit man mehr Grip hat. Also der hat ja auch noch einen Effekt gehabt und so war er Teil bei allen Spielen. Egal, ob männlich, weiblich, auswärts, heim. Und ich hoffe, es hat noch keiner drauf gepinkelt. Und dann findet da einmal im Jahr dieser verrückte Tag statt, an dem auf einmal keine bekannten Basketballregeln mehr zu gelten scheinen und auch sonst jeder macht, was er will. Die Dudes Trophy bedeutet für mich sehr viel, weil Danny und ich irgendwann uns mal bei ihm, da hat er noch in Linden gewohnt, zu Hause getroffen haben und haben so ein bisschen gebrainstormt. Da war ich noch gar nicht im Vorstand, da war ich einfach nur Spieler und wir beide aus der Eventbranche kommen und dann die Idee schnell geboren war, dass wir irgendwie eine eigene Veranstaltung, ein eigenes Turnier auf die Beine stellen. Dudes Trophy war eine Idee und ein Projekt von Paul und ich weiß heute noch, wie oft er mich angerufen hat, ich will das machen, so und so. Ich habe da ein Konzept geschrieben. Der Name Dudes Trophy stand, glaube ich, sehr schnell fest und dann hat es gar nicht mehr lange gedauert, bis wir die erste Dudes Trophy veranstaltet haben. Da waren am Anfang irgendwie, ich weiß nicht, 4 oder 5 Herrenteams und das lief alles so. Und ich weiß auch noch, wie er irgendwann relativ schnell in die IGS Linden wollte, weil 3 Courts und noch größer. Ich weiß auch, dass ich immer gesagt habe, mach mal langsam, Suche Piano, bau da mal den Kult auf. Dass das dann am Ende, dass sich das etabliert und dann größer. Also Dudes Trophy ist natürlich, oder hat sich auch entwickelt zu einem festen Element, glaube ich, hier. Ist ein geiles Turnier, hat echt Style. Und das, was daraus heute geworden ist,
Chapeau, hab keinen Hut auf, aber Hut ab, ist halt Paul-like. Ne? Also das ist die Dudes Trophy ist die Dudes Trophy und ist eines der wichtigsten Basketball-Events im Sommer in Hannover und Umgebung. Ich kann mir eigentlich, obwohl es jetzt natürlich zwangsläufig die letzten beiden Jahre so war, eigentlich keine Linden-Dudes ohne Dudes-Trophy vorstellen, weil wir, glaube ich, da schon geschafft haben, so ein kleines Turnier, sage ich mal, in der Region hier im Bezirk zu etablieren, wo auch nicht nur Leute aus unserem Verein regelmäßig Bock drauf haben, sondern was auch echt ein Magnet ist für alle basketballinteressierten Leute hier aus dem Umland. Ja, ich war tatsächlich schon bei einer Trophy dabei, aber ich bin mir nicht mehr sicher, welchen Platz wir gemacht haben. Bei welcher warst du denn dabei? Das muss die letzte gewesen sein, die noch stattgefunden hat. Da waren wir mit zwei Damenmannschaften dabei. Ja, dann habt ihr auch sogar gewonnen. Also eine von den Damenmannschaften. Ich weiß nicht, in welcher ich war. Tja, die Dudes Trophy bedeutet für mich einen Wettbewerb, den ich noch nie gewonnen habe. Und insofern ist es etwas, was ja ein bisschen ein Stachel im Fleisch ist und das sollte es nicht mehr lange bleiben. Dudes Trophy bedeutet für mich vor allen Dingen Spaß. Unser Anspruch dabei war noch nie zu gewinnen. So, das liegt aber auch daran, dass wir natürlich als dritte bzw. vierte Mannschaft dann auch immer, muss man sich auch klar darüber sein, dass wir leistungsmäßig natürlich jetzt nicht der Peak dieser Veranstaltung sind. Dementsprechend sind wir da, wollen Spaß haben und unsere Kunststücke zeigen, die wir so drauf haben. Und es ist eine geile Veranstaltung. Ja, es sind alle dabei. Männlein, Weiblein, die zusammen den ganzen Tag Basketball spielen und abends dann noch was Schönes essen gehen und ein bisschen Party machen. Kinder noch nicht, können aber werden. Finde ich auch gut, wenn man das so ein bisschen mit reinbringen kann. Und ja, ich hoffe, dass wir jetzt in der Zukunft wieder schöne Dudes Trophies haben können. So, das vermisse ich schon sehr. Immer ein witziger Samstag, an dem die Leute zusammenkommen, unterschiedlicher Vereine. Und sowas muss es geben. Also so eine Mischung aus Barber Mixed in klein, in der Region mit Traditionsfaktor mittlerweile. Ich glaube, alle, die kommen, die Mannschaften freuen sich drauf. Und also das ist ein Muss, das muss es geben. Und auch in der Art. Ich weiß noch, als ich das erste Mal den Pokal gesehen habe, fand ich den auch richtig, richtig geil. Es war mal was anderes, nicht so ein Schale oder so ein Standardpokal, sondern einfach was Cooles, was auch aus unserem Zeichen hervor oder die drei Türme mit in dem Pokal hat. Das fand ich einfach ganz cool. Das Verrückte an der ganzen Geschichte ist, dass ich bis heute nicht einmal aus privaten und beruflichen Gründen nicht einmal an dieser Dudes Trophy teilnehmen konnte. Technisches Foul. Ich war einmal da, um 5 Minuten zuzuschauen. Mehr habe ich von der Dudes Trophy live nie erleben dürfen. Eigentlich eine Schande. Für mich ist es, ja, könnte man so sagen, das Highlight des Jahres, wenn dann wirklich die Halle rappelvoll ist, von wir morgens um 10 anfangen mit Basketball spielen, haben es um 20 Uhr der Sieger feststeht des Turniers und wir eigentlich einen super geilen Tag voll mit Basketball, geiler Musik hatten, leckeres Catering. Ja, also es ist einfach das Highlight des Jahres für mich. Halbzeit! Gut, reichen euch 10 Minuten? Mann, wir sind jung, dynamisch, flexibel, gut aussehend, fast nüchtern. Wir nehmen 15. Mr. Kirch's flow. Playing basketball.
Jenkins, Earl, Pearl, and Will, Big O, and Jerry West play basketball at its very best. Basketball has always been my thing. I like Magic Bird and Bernard King. And number 33, my man Kareem, is the center of my stoning team. Isaiah and Iceman too, just give him the ball, and then you chuck up too. Dantley and Wiggins are on the scene, and Ralph Sampson is really mean. Bill Russell didn't take no jump, and Dal Dawkins got a monster dunk. To the hoop, y'all. Yes. Ha ho, here I go. Face. Watch me. Deal, deal, deal. Check me, man. Jump. I get all down. Oh, yeah, I like this basketball. Deal. Now, here I go. In your face. Swish. Oh, yeah. To the hoop, y'all. It's basketball. Tell me, were you in the jump? The night won't score 100 points. Or when the Celtics won titles back to back and didn't give nobody no kind of slap. Or when Dr. J shook the whole damn team with moves that came right out of a dream. I win. Willis Reed stood so tall, playing deep with desire. Yes, basketball. Ain't no limit till I tank. I'm running on fumes. The hop assistant don't amaze. The rolls racing through the pavement. Get your hands out of my bag. I know that's because I've been in it. I don't need the bag. I guess that what happens when you taking care of your business. Bust a friend and you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a problem. I ain't perfect. Let them watch me elevating. Got them nauseous because I'm the pilot in the cockpit. Nose diving in the house. And woo! Watch out, get ahead. Watch out, get ahead. Watch out, get ahead. Woo! Watch out, set it up. Bet you I shut it down. Watch out, get a win. I don't think they really want to come. I guess the one that got a finger run up in a grenade. I ain't never been there when you think you compare. I'm a line, but the one about the cage. I need all the wins. Yeah. Ain't no L's. I gotta get it. No call it quits. Yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets. Yeah. Better move out the way because I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all it is. You better move. You might get knocked out. Knocked out. You better move. You might get knocked out. Hard work, sacrifice, meditation. I meditate upon a goal that I'm trying to reach. Grinding all day to the top and I ain't trying to sleep. Come and get me, come and get me, I'm an animal. Cutting through your brain like I'm... now I'm grown up, I got a couple dollars on me. Spent a semester in school, I ain't no scholar, homie. Who with me, who with me? Them dudes with me, shoot with me. Pacing on your like Jamal Tinsley. I'ma lap twice before he get around. Relaxing in the seats of his Benz is how I get around. I got the money, but that's the root of all evil. I stay the same, but it's changing all the wrong people.
and every hater all the same. I'm feeling like the world is Skip Bayless and I'm LeBron James. Look, now I got a body full of tattoos. Everybody say that I'm changing, that is not true. Same dude that you met a couple years ago. Talk to the heart and you can see past the visual. Look, sticking to the game and I ain't out of bounds. Maryland on my back and I can carry it when I'm out of town. Town. I say Merlin on my back and I can carry it when I'm out of town. But put the world on my back, cause I'm that strong. Long journey I've been on from the very start. No way I die off with this iron heart. No chance to make it out, that's what they said. But look at me, I'm here, boss of the spread. From 602 to 747, I miss you, Grandma Frida. R.I.P. in heaven. Say what you want by me, but leave the family alone. Or call the goons up and have them freshen up your chromes. I love my goons, they my been my heart. Cause they've been down with King James from the very start. Aus dem Umland. Viel Spaß beim Highlight Game. Und ab geht's. Es geht
geht nicht. Weißt du, das ist vielleicht deine Meinung, nein. Boom, 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 Schakalaka! Obergeil! Und nö, ihr spaltet mir auf! Ich geh jetzt mal pinkeln. Sie, merk ich mir vor! Get the fuck up! 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 Tatsächlich Mitglieder, die bereits seit 10 Jahren in diesem Verein sind und sogar die Absicht haben, Mitglied zu bleiben. Unvorstellbar. Und doch sind die Gründe dafür oft sehr banal. Warum bin ich so lange da? Weil es eine coole Truppe ist, eine geile Gemeinschaft, eine geile Idee. Auch einfach ein geiler Name, muss man auch mal sagen. Und wenn man das vergleicht mit normalen Basketballvereinen, dann kann man es einfach, ist es nicht zu vergleichen, weil wir sind einfach anders. Und das kann jetzt jeder sehen, ob das jetzt besser ist oder spannender, aber ich finde es einfach cool. Und wenn man viele, die bei uns waren und die mal zum Training kommen, die fühlen sich direkt wohl und fühlen sich aufgehoben. Und so kenne ich das jetzt seit über 12 Jahren und das hat sich nicht verändert. Und deswegen ist es mein Verein. Also ich habe ja in der U12 angefangen, als ich da von meinem Freund rübergeholt wurde. Und die erste Saison verlief dann auch ziemlich schnell, war dann auch schnell vorbei. Und dann habe ich gesagt, ja komm, hänge ich noch ein Jahr dran. Hat ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, ich habe mich so basketballerisch, sportlich ziemlich weiterentwickelt. Ja, vor allen Dingen war es immer die Mannschaft auch. Wir haben einfach gut zusammengepasst. Es gab Ups und Downs, aber es hat trotzdem immer Spaß gemacht. Anfang U18 hat es dann richtig Spaß gemacht, weil wir dann wirklich sehr viel gewonnen haben. Das hat auch richtig Spaß gemacht in der Konstellation vom Team. Und mittlerweile bin ich auch mit 2 von meinen Freunden in die Herren 1 gegangen und spiele da jetzt. Die Teamchemie, die Leute quasi, die dabei sind, also die ganzen Events, die neben dem Basketball noch stattfinden. Und natürlich auch, dass das Training hier in Linden bei mir vor der Haustür ist. Ich kann mit dem Rad hinfahren. Ja, ich habe eigentlich bis vor kurzem nicht so richtig erfahren, wie viele Vereine es hier in Hannover gibt. Und irgendwann ist dann der Zeitpunkt überschritten, dass man weggeht. Und insofern bin ich ja jetzt schon 5 Jahre dabei. Ja, gute Frage. Da gab sich eigentlich nie die Gelegenheit, dass ich die Biege mache. Weil immer, wenn ich weg wollte, haben dann irgendwelche anderen Leute aufgehört. Und deshalb habe ich mich dann nie getraut, auch noch abzuhauen. Wir haben immer Spaß beim Training, haben Spaß bei den Spielen. Und ich liebe Basketball nach wie vor und solange ich gesund bin, wird das wohl auch so bleiben. Und ich sehe mich jetzt nicht irgendwie nochmal woanders hingehen oder so, sondern das Gesamtpaket passt für mich. Aber ein anderer Grund könnte auch sein, dass ich hier doch viele Freundschaften gefunden habe, Leute, mit denen ich gern zusammenarbeite und auch zusammen spiele oder eben im Coaching-Spielerbereich zusammen bin. Und insofern stellt sich für mich die Frage eigentlich gar nicht mehr. Für mich hat sich die Frage eigentlich nie gestellt, ob ich zu einem anderen Verein gehen sollte oder wechseln sollte oder bei den Dudes aufhöre. Ich habe bei den Dudes angefangen mit Basketballspielen. Es gab nie einen Grund,
warum ich hätte gehen sollen. Ich war immer happy, es war alles super. Eigentlich habe ich auch nur aufgehört oder ja, bin jetzt nicht mehr dabei, weil es mit Kindern und wir wohnen ja ein kleines Stück außerhalb, einfach nicht machbar ist, die Trainingseinheiten eigentlich so, wie ich es möchte, dann auch noch zu stemmen. Also mit nur einmal Training die Woche würde ich dem, glaube ich, auch nicht gerecht werden. Und dann sind die Fahrtwege und das Ganze ringsherum doch einfach ein bisschen zu viel. Erklärungsversuche, warum dieser Verein so besonders ist, gab und gibt es viele. Wir haben hier ein paar Ausführungen für euch, die dies auch wirklich belegen. Das Besondere an den Dudes ist auf jeden Fall die Idee, ein Verein zu haben, der Sport und Gemeinschaft zusammenführt und tatsächlich auch Dinge anbietet neben dem reinen Sportlichen und immer auch versucht, da spannende neue Ideen umzusetzen oder irgendwelche Events zu erschaffen oder an irgendwelchen Events teilzunehmen, die dann auch gar nicht unbedingt etwas schier mit dem Basketball zu tun haben. Entweder haben Leute heute ihre Abteilung nach dem Vorbild der Dudes gegründet, und da kann ich euch einige Vereine nennen. Das kriege ich einfach durch meinen Beruf mit. Oder aber viele versuchen es, wie die Dudes zu machen. Was macht die Dudes für mich zu einem besonderen Verein? Ja, dass er kein Verein im klassischen Sinne ist eigentlich. Also wenn man irgendwie an Verein denkt, dann denkt man ja immer so an irgendein eingestaubtes Vereinsheim, wo irgendwelche, ohne das negativ werten zu meinen, älteren Damen und Herren sitzen, die schon seit Jahrzehnten in diesem Verein ist, was sehr schön ist, und dann irgendwann zum Vorstandsmitglied geworden sind und ja mehr verwalten das Ganze, als dass sie da noch irgendwie was vorantreiben. Zumindest ist das bei vielen Vereinen so. Und wir sind, glaube ich, da das komplette Gegenteil. Bei den Dudes finde ich schon besonders, dass die Struktur sehr anders ist als in anderen Vereinen. Zum Beispiel der Vorstand, dass der sehr groß aufgestellt ist, sehr breit aufgestellt ist und eben doch sehr jung aufgestellt ist. Bei uns im Vorstand war oder ist auch jetzt, ich glaube, die Ältesten sind, wenn irgendwie eine 4 davor steht, dann sind das aber auch nur ein oder zwei Personen. Die anderen sind alle 30 und sogar welche unter 30. Wir versuchen ständig wieder irgendwelche neuen Sachen aus, versuchen irgendwelche Innovationen irgendwie an den Start zu kriegen, versuchen uns selber neu zu erfinden, versuchen das zu hinterfragen, was wir machen. Und ja, am Ende des Tages sind wir gar nicht dann so ein klassischer Verein, sondern sind irgendwie, man müsste eher sagen, ein neumodisches Basketballprojekt. Und ich glaube, das ist genau das, was es so einzigartig und besonders macht, der Linden Dudes e.V. Was ja letztlich an der ganzen Struktur des Vereins insgesamt liegt und daran auch abzulesen ist. Weil in Niedersachsen sind 90% der Vereine Breitensportvereine. Vielleicht auch 85% nur, und der Rest ist so leistungssportorientiert. Und es gibt eben für den Leistungssport gibt es nicht viel Spielraum. Das ist besetzt, und was wir brauchen, ist eine ganz, ganz große, breite Basis Basketball, Breitensport. Und die Linden Dudes sind dafür die perfekte Blaupause. Eine gewisse Besonderheit ist dann auch gleichzeitig, dass das Sportliche nicht immer im Vordergrund steht. Das will ich nicht sagen, ist immer so, aber ist eben ein Teil davon. Und würde ich sagen, auch ein wichtiger Teil, weil die Leute einfach gern herkommen, zusammen sind, Basketball spielen und zocken. Und manche machen es ein bisschen ernsthafter, manche weniger ernsthaft. Und das ist hier das gute Biotop, um das eben gedeihen zu lassen in diesem Verhältnis. Das muss so bleiben. Also es darf nicht das nächste Leistungssportprojekt in Hannover sein, das scheitert und am Ende ist ein tolles Projekt dann irgendwie missbraucht und an die Wand gefahren. Die Dudes machen für mich so das Besondere aus, indem man in der Jugend darauf geachtet hat, dass es eher um die Entwicklung als Basketballer geht und jetzt nicht als Leistung des Teams an erster Stelle steht. Und natürlich dieses Gemeinschaftsgefühl, was man dann über die Zeit entwickelt. Und auch als man dann angefangen hat, so Kontakte mit den Herren durch Open Gym zu knüpfen und die Kontakte jetzt nicht nur dann aufs Open Gym waren, sondern auch man hat sich draußen gesehen, hat sich Hi gesagt, begrüßt, und das ging dann immer weiter, bis man dann auch zusammen in der Herrenmannschaft spielt und eigentlich ziemlich gut befreundet, könnte man fast sagen, ist also ziemlich gute Teamkollegen dann.
Also besonders ist sicherlich das andere, also dass wir halt nicht der klassische Sportverein sind, sondern eben dieser, man sagt mal, Mitmachverein, also dass die Leute sich einbringen. Also ich finde, in jedem Verein ist Ehrenengagement oder Engagement generell sehr wichtig. Ich finde es bei den Dudes cool, dass es irgendwie noch mehr promoted wird, also dass da Wert drauf gelegt wird, dass man das auch gleich, ich sag mal, zu meiner Zeit war das so auch zur Begrüßung sozusagen nochmal oder beim Eintritt, da auch wirklich Wert drauf gelegt wird und dass es damit nochmal einen anderen Stellenwert bekommt. Ja, und ich meine, manche Leute muss man scheinbar zu ihrem Glück zwingen, aber ich fand dann auch alle Helfereinsätze und so immer, haben mega Spaß gemacht. Es ist nie so, dass man sagt, ach scheiße, mit der Zeit hätte ich aber auch irgendwie besser was anfangen können. Also es verbindet ja auch immer Spaß, andere Leute zu treffen mit der Arbeit. Diese Idee, ein Verein zu haben, wo die Leute sich auch einbringen können, aber natürlich auch sollen. Und ja, in der Hoffnung, auch die Menschen anzuziehen, die das dann attraktiv finden und auch mit Leben füllen. Und das ist, ja, wie gesagt, immer noch eine, glaube ich, auch zentrale Herausforderung, aber immer noch auch ein Kernmerkmal der Dudes. Dass es einfach ein cooles Miteinander ist, dass jeder willkommen ist, ja, das ist sicherlich auch was nicht selbstverständlich ist. Gerade in Hannover hat man das am Anfang oft gehört und was ja auch im Prinzip die Grundlage für die Gründung der Dudes war, dass einfach viele sich woanders nicht willkommen gefühlt haben. Dass wir irgendwelchen Leuten sagen, nee, pass auf, so von deinen Skills, die du hast oder wahrscheinlich gar nicht hast, passt das nicht. Bei uns kann sich jeder halt erstmal ausprobieren, wer mal Basketball spielen will. Also da sind wir halt nach wie vor, oder wir versuchen möglichst offen zu sein, obwohl wir natürlich auch von den Kapazitäten eher immer ziemlich voll sind. Aber wir versuchen da wirklich jedem auch, der interessiert ist, ein Angebot zu machen. Das zeichnet uns, glaube ich, bis zum heutigen Tag auch aus. Egal wie gut, wie schlecht, ja, auch bei mir im Team, ich habe jetzt wieder Leute, die haben vorher noch nie Basketball gespielt, aber sind so lernwillig und die haben einfach Bock und dann kommt entsprechend auch der Spaß dazu. Wenn man dann sieht, was für die Entwicklung nehmen, das ist schon geil. Die Dudes macht für mich zu einem besonderen Verein, dass sie nicht zu groß sind. Ich traue mir immer noch zu, 60-70% der Mitglieder außerhalb der Jugend zu kennen, sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich. Und dadurch, dass wir immer wieder in den Mehrzweckhallen, also sprich drei Spielfelder Training haben, besteht die Chance einfach alle aus dem Verein irgendwie mal zu sehen oder auch beim Bierchen danach zu sprechen. Und genau dieser Austausch, dieser Zusammenhalt ist das, was mich an den Dudes am meisten reizt. Und eben auch wirklich so diese Verortung in Linden, die ja auch da irgendwie eine Rolle spielt und so ein bisschen das Anknüpfen an die Schulen in der Ecke und irgendwie zu versuchen, in dem Viertel auch stattzufinden. Ich finde auch gut, dass ein gewisser Grundhumor den Verein durchzieht und die verschiedenen Teams unterschiedlich berührt oder sie sich halt unterschiedlich darin austoben können, witzig zu sein, mit Spaß vor allen Dingen bei der Sache zu sein. Auszeit! We've got a real treat here tonight in Oklahoma City. The rare pregame edition of Shaqt and a Fool. Wow. Oh, I know. And it's sponsored by Hotels.com. Shaqt is about and to make fun of some people. Shaqt and a Fool. What? Shaqt and a Fool. What? He's Shaqt and a Fool. What? The early edition. You guys were off beat. Because he was talking in our ear. Oh, my boy. Number three, Adam Silver. Leaves Steph hanging on the handshake. No one is safe from Shaqt and Commissioner. Come on. Wow. Oh, Adam. Commissioner, wow. I see you. Adam. Wow. I see you, Commissioner. Commissioner, I see you. Hanging him. Man, putting on, Adam Silver on Shaqt. Heads will roll. Okay, Tisch klar, dann geht's weiter. 10 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Genug Zeit, um für eine Menge Highlights und einzigartige Momente zu sorgen. Die schönsten Erinnerungen sind eigentlich sogar so Themen, die so ein bisschen abseits stattgefunden haben. Also auch mal ein Team-Weihnachtsfeier, an die ich mich erinnere. Ganz anders als irgendwie vorher geplant und trotzdem richtig schön.
schwer rauszupicken, aber natürlich so Sachen wie gemeinsame Trainingslager, insbesondere nach Kienbaum, war natürlich immer Highlight. Was mir noch besonders in Erinnerung bleibt oder geblieben ist, war auch die erste Trophy, die ich mitgemacht habe und die noch im alten Dome stattgefunden hat. Das war irgendwie schon so ein Highlight. Diverse Weihnachtsfeiern, Saisonabschlussfeiern und natürlich auch immer so einzelne Highlights so von Auswärtsspielen oder auch so besondere Momente bei Heimspielen und so weiter. Also zum Beispiel so ein Dreier kurz vor Schluss zur Overtime von Red Hat gegen Mellendorf, kann ich mich auch dran erinnern, im alten Dudes Dome. Ja, oder irgendwie total wilde Auswärtsfahrten von der damaligen dritten Herren nach Bad Pyrmont, wo wir dann gewonnen haben. Das war alles umsonst, weil dann hat Bad Pyrmont zurückgezogen. Also da fallen einem, je länger man nachdenkt, umso mehr Highlights ein. Könnte man einen eigenen Film drüber machen. Was immer ein Highlight war, so lange wie es das gab zumindest, dass Baba Mixed in Braunschweig die ersten Jahre, das war sowieso das absolute Highlight. Dann später in Göttingen, das war auch ganz, ganz geil, kam aber auf jeden Fall nicht an die Zeit im Braunschweig ran. Alle anderen Auswärtsfahrten, die wir eigentlich so gemacht haben, wirklich bei Punktspielen, weil wir uns immer dann danach noch, gerade die Zeit mit der Dreiten, als wir dann danach auch wirklich immer eine Kiste Bier dabei hatten und die nach dem Spiel auf dem Parkplatz noch getrunken haben, immer noch was gegessen haben danach zusammen. Sportlich ist es die Saison mit den Damen, damals in der Oberliga, mit dem Aufstieg in die Regionalliga. Es war jetzt kein direkter Aufstieg. Aber das war eine unheimlich tolle Erfahrung nach einer Saison, wo die gefühlt abgestiegen sind. Und wir haben dann da eine richtig, richtig tolle Saison hingelegt. Und das war eine meiner schönsten, ja eigentlich die schönste Trainererfahrung. Das andere ist, bevor ich nach Berlin gegangen bin, haben wir 2015 eine Klausurtagung in Clausthal-Zellerfeld durchgeführt und haben überlegt, damals war das Motto Back to the Dudes. Wir haben also ungefähr 7 Jahre, nachdem das alles begonnen hat, schon mal festgestellt, wir sind irgendwie auf dem Weg, der geht nicht mehr in die Richtung, wie wir das ursprünglich mal gut fanden. Und da haben wir dann mit Back to the Dudes den Weg wieder klar aufgezeigt. Und was unheimlich toll war an diesem Wochenende, das Feedback, was ich bekommen habe, auch so zum Abschied von allen, welche Rolle man in diesem Projekt gespielt hat. Das ist sowas, das ist so eine große Form der Anerkennung gewesen, weil das ist ja schon so ein bisschen once in a lifetime und das machst du halt nicht noch ein zweites Mal, ein drittes Mal. So, und dass man dieses Projekt so prägt. Und das dritte ist am Ende meine Familie heute, weil da auch einfach viel Zusammenhang bei den Dudes ist und das ist daraus entstanden. Und das ist für mich das Wichtigste heutzutage. Ja, also ich glaube, so eine der schönsten Erfahrungen war für mich auch die ersten Male Open Gym. Das war, glaube ich, Anfang U16, als ich dann mit einem Freund von mir mit den Herren mitgespielt habe und man gesehen hat, man konnte so halbwegs mithalten. Es hat Spaß gemacht. Und jetzt in der Herren 1 zu spielen mit den ganzen Herren, das ist wirklich so der Moment, wo ich sage, das ist eine der schönsten Sachen, die ich so im Verein hatte. Sonst auch im Sommer, als wir da mal am Lindner Berg waren und ein Sommerturnier gemacht haben, wo Jugend und Herren zusammengekommen sind. Und ich glaube, das war damals ein Schleichenturnier gemacht haben und abends dann nochmal eine Grillrunde. Das war auch so ein Moment, wo man verschiedene Kontakte geknüpft hat zwischen Jugendspielern und Herrenspielern und die dann teilweise sogar bis jetzt bestehen. Ein Highlight sportlich fand ich auch unsere Liga LBA. Die hat mir sehr viel Spaß gemacht, also als Teil des Organisationsteams, aber auch Spieler. Das sind zum Beispiel Sachen, an die ich mich gerne erinnere, obwohl es auch viele andere schöne Sachen gab. Also was auf jeden Fall Highlights waren, waren unsere Camps. Also wenn wir nach Kienbaum zum Beispiel gefahren sind, da war ich, glaube ich, 2-mal mit. Und eine Sache erinnere ich da auch besonders. Und zwar hatten wir einen amerikanischen Trainer für eine Weile und der hat uns Training im Schwimmbecken angeboten. Da haben wir also tatsächlich dann quasi auf dem Beckenrand dann so hier diese Stützübungen gemacht und irgendwie ganz abgefahrene Sachen. Und der hat sowieso auch ein paar tolle Ideen reingebracht. Generell die Sachen mit meinem Team, also damals mit der Dreiten und auch jetzt mit meinem aktuellen Team, ist super. Wir hatten lustige Weihnachtsfeiern, wir hatten geile Trainingsbeteiligung, viel Spaß.
Ja, gab tolle Spiele, wo wir hoch gewonnen haben oder auch mal als Team verloren haben. Aber wenn ich an die Weihnachtsfeiern denke, das ist einfach so mein persönliches Highlight. Und genau deswegen, ja, mache ich das Ganze hier. Neben vielen schönen Erinnerungen gibt es auch jene, die nicht mit viel Freude verbunden sind. Ganz besonders die Geschichte zu Nummer 6 ist einer der dunkelsten Flecken in der Historie des Vereins. Ja, die Nummer 6, die vergeben wir im Verein nicht mehr, weil das war die Rückennummer, die mit Elmar, eines unserer Gründungsmitglieder, getragen hat, der dann für kurze Zeit leider nur bei uns im Verein spielen könnte. Ansonsten wäre er wahrscheinlich leider heute noch aktiv, der dann leider viel zu früh gestorben ist. Und aus diesem Grund haben wir praktisch dieses Trikot für immer unter die imaginäre Hallendecke gehoben. Ein schwieriger Moment. War der Verlust von Elmar. Wir müssen auch nicht drüber reden, wenn du das nicht möchtest. Nee, aber ich finde, wir müssen drüber reden, weil Elmar war von Anfang an einer, der das mit einer Überzeugung, und wenn es nur ein halbes Jahr war, mit vorangetragen hat. Und ich finde es wichtig, weil Elmar gehört halt für mich gedanklich immer dazu, das war mir immer wichtig. Und viele wissen da nichts mit anzufangen, das war so früh, dass es relativ schnell, konnte keiner damit was anfangen. Also ich bin kurz nach Elmars Tod quasi zu den Dudes gekommen. Und ist natürlich sehr tragisch. Ich persönlich finde das eine richtig coole Sache, dass diese 6 nicht vergeben wird. Ich finde, das ist auch ein Punkt, der die Dudes ausmacht. Er hat ja das Ganze mit aus der Taufe gehoben und da muss man da auch einfach, finde ich, die Geschichte kennen. Also es muss auch, soll auch gar nicht dieses ganze Projekt trüben, aber ich finde trotzdem, auch wenn du auf die Frage hin, wie das entstanden ist, war ja Elmar auch jemand, der sofort begeistert, und du kennst ihn ja, der war immer, der stand hinter solchen Sachen dann, und dann hat er auch dafür gebrannt und hat auch Gas gegeben. Und vielleicht auch witzig, die allererste Playlist, die wir hatten, die hat Elmar zusammengestellt, weil Musik war sein Faible unter anderem, und auch so Songs wie, ich weiß nicht, All the Young Dudes und sowas alles. Also ich glaube, der hat da erstmal einmal alle Lieder, die es mit Dudes gibt, oder Coverversion mit Dudes, da gab es ein paar, die hat er damit reingebracht. Und das war schon, das war genau das, was da reingehört, das passte und das war wichtig. Und das sorgte auch für diese Stimmung, die am Ende ja das auch mitgetragen hat und vorangetragen hat. Und auch das, was daraus entstanden ist, dieser Zusammenhalt nochmal, dass wir das so auch weitergeführt haben. Und ich glaube auch bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann lässt das natürlich nach, aber auch bis zu einem gewissen Punkt, also auch nochmal, ne, komm, wir ziehen das jetzt durch und machen das, auch im Sinne so von Elmar, war das auch ein tolles Erlebnis und eine tolle Dynamik natürlich, die das mitgeprägt hat. Ich weiß noch, als ich 2015 zurückgetreten bin, weil ich mich ja dann nach Berlin, weil es mich nach Berlin gezogen hat zwischenzeitig. Und Marco dann zum Dank für diese Zeit mich da auch zum Ehrenmitglied vorgeschlagen hat, war bei mir wichtig, dass Elmar vorher das erste Ehrenmitglied an der Stelle dann wird. Ich bin ganz froh und auch echt stolz, dass ich konnte damals beruflich die ersten 2 Spiele, die wir mit den Dudes überhaupt gemacht haben, konnte ich ja gar nicht mitspielen. 2009, erst das dritte Spiel im LSB dann, das haben wir gewonnen, das war unser erster Sieg mit Elmar und es war aber leider auch sein letztes Spiel. Und das ist die Fotos, wenn ich mir die heute nochmal angucke und auch so in diesem Rückblick jetzt der letzten Jahre und nimmt einen schon auch emotional nochmal mit. Aber das ist was, wo ich immer regelmäßig dran denke, dass das war, das weißt du selbst, toller Kerl. Oh, schwieriges Thema.
ein Gründungsdude, also auch ehemaliger Arbeitskollege, der Elmar, ist leider ja, ganz früh verstorben und war auch ja, eine ganz schwierige Zeit dann auch für uns, irgendwie so, gerade in dem jungen Alter. Und deswegen haben wir gesagt, wir retiren das Trikot und die wird halt nicht mehr vergeben. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Und ich finde es auch faszinierend, dass das so funktioniert und durchgezogen wird. Und wünsche mir auch, dass das so bleibt. Warum Linden Dudes e.V.? Warum die Dudes? Es gibt nach dem Training immer ein Bier. Warum Linden Dudes e.V.? Zusammenhalt. Wir haben Bierwart, wichtigster Job. Nette Leute. Freundschaft. Gemeinschaft. Ein interessanter Vorstand. Kioskbier. Da wird jedem auch was angeboten. Engagement. Gute Spielbedingungen. Und diese Sachen sind einfach cool. Also, dass man was füreinander macht. Spaß am Basketball. Dass man vor allen Dingen Spaß hat, das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Gute Trainingsbedingungen. Dass man Rücksicht aufeinander nimmt. Und vor allen Dingen eine Menge Spaß. Es bleibt eben nicht nur in der Sporthalle, sondern wir sind halt auch danach noch unterwegs. Kommt sicherlich auch darauf an, welcher Leistungsklasse man spielt. Aber ich sag mal so, für mich und für die Teams, in denen ich immer war, galt eigentlich immer, wenn du nicht nur Lust hast, sondern eigentlich es als obligatorisch ansiehst, dass du nach dem Training noch dich gefälligst am Kiosk triffst mit den Leuten und der Abend sich dementsprechend verlängert, dann ist das einfach dein Verein. Ist halt mehr als Sport. Viertelpause, ihr habt 2 Minuten Zeit. So, ihr Dudes, ich bin's nochmal, Torben von Niemand Gin, eigentlich mittlerweile von Niemand Spirits. Wir haben nämlich vor ein paar Jahren noch den Niemand Wodka dazu genommen, uns überlegt. Der ist nur mit Sandelholz destilliert, mehrfach Aktivkohle gefiltert, ist super mild und super lecker. Eigentlich perfekt für Wodka-Shots, aber heute zeigen wir euch trotzdem einen Drink damit, und zwar den White Russian. Dann nehmen wir erstmal ein schönes Glas, kommen ein paar Eiswürfel mit rein, um das Ganze schön zu kühlen. Von unserem Wodka kommen 4 bis 5 cl. Dann braucht ihr einen Kaffeelikör. Davon nehmt ihr so 2 bis 3 cl mit rein. Oh, wer es ein bisschen intensiver mag mit der Kaffeenote, kann auch noch einen Schluck mehr nehmen. Dann wird das Ganze einmal kalt gerührt. Vielleicht habt ihr einen schönen Barlöffel zu Hause. Ansonsten geht auch ein Esslöffel oder ein kleiner Teelöffel. Reicht völlig aus, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann kommt als letztes einmal unsere Garnitur. Und zwar Sahne, die aufgeschäumt ist, die schön cremig ist, damit sie sich nämlich oben schön draufsetzt. Dann macht ihr so viel rein, dass das oben die ganze Oberfläche bedeckt. Und zu guter Letzt kommen nochmal so 1-2 Kaffeebohnen, die auch nochmal das Kaffeearoma hervorheben. So, das ist der Drink. Lasst es euch schmecken. Viel Spaß und Cheers. Mmh. Oh, lecker. Super. Revelry with Touching. Die ist selber nicht zu ernst nehmen. Da kommt es regelmäßig zu den witzigsten Situationen im Vereinsleben. Oh, gibt's einige. Also von eingeschlafen am Steintor. Also unser Vorstandskollege Danny ist gerne mal eingeschlafen am Steintor, wenn wir abends feiern gegangen sind. Auf jeden Fall, das ist eine sehr witzige Sache. Berlin-Kienbaum, Bundesleistungszentrum, also wir Dudes da, ne? Also Kreisbezirksklasse im großen Bundesleistungszentrum und mit Arthur Abraham, den haben wir noch Sonntag mit dem Ferrari da vom Hof fahren sehen und am nächsten Tag Bildzeitung, Abraham geblitzt, Lappen weg, so, war auch eine schöne Geschichte. Dann natürlich die Schwimmer oder Taucher, die nachts irgendwie zur Sauna rübergeschwommen sind. Und wo dann tatsächlich von der anderen Seite des Sees ein Besoffener angeschwommen kam. Ja, also das ist ja die Olympia-Ruderstrecke, das sind ein paar hundert Meter. Und er war voll breit und kam einfach mitten in der Nacht angeschwommen. Das war sicherlich das war schon sehr, 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 sehr geil. Ja. Erste Saison, wir dachten, wir rasieren alles im Bezirk. Wir haben keinen rasiert. So, auch ein bisschen Übermut war auch dabei. Eine Anekdote ist definitiv, also ich habe als Spieler
nicht einmal einen sportlichen Aufstieg mit irgendeiner Dudes-Mannschaft geschafft und habe selbst eigentlich ich glaube, das war die allererste Saison 2011. Damals war Jan Richter ist zu uns gewechselt und ich habe ihn in dem System vom DBB, dachte ich habe ihn unserer Mannschaft zugeordnet, habe ich wohl aber nicht. Damit habe ich im Nachhinein, also habe ich schon mit dem ersten Spieltag, wir haben das Spiel haushoch gewonnen, ich weiß gar nicht gegen wen, Bückeburg, Rusband oder sowas, habe ich aber den Aufstieg, den wir hinterher hätten kriegen können, aber durch diese Wertung aus dem ersten Spieltag nicht bekommen haben, also nicht geschafft haben, habe ich mich quasi selbst um den einzigen möglichen Aufstieg da an der Stelle gebracht. Da muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich schon manchmal noch dran zu knapsen. Ich habe mir noch einiges anhören dürfen. Wenn es die Wette gäbe, würde ich bei Wetten das damit antreten, nämlich das Erkennen von Sporthallen am Geruch der Toiletten. Und das führt mich zum Entenfang in Stöcken. Also am Anfang schwierige Zeit, wenig Hallen. Entenfang, wirklich, also aus heutiger Sicht eine ganz schlimme Halle für Basketball, aber trotzdem hatten wir eine gute Zeit da. Aber das war wirklich klein, die Toiletten waren ganz, ganz eklig. Ach, Entenfang. Also das ist echt krass. Ja, wenn du da jetzt hinfährst oder irgendwen hinschicken würdest zum Trainieren, die dann einen Vogel zeigen und sagen, wollt ihr mich verarschen? Was geht hier? 2015, als es darum ging, dass ich dann nach Berlin gehe und mich abwählen lassen wollte, also zu der Jahreshauptversammlung, habe ich 12 Stunden zu spät eingeladen. Also ich habe die Frist verpasst um 12 Stunden. Dadurch ist die Satzung, die damals, also dadurch ist der neue Vorstand, damals ja Marco und dann Paul als zweiter Vorsitzender, sind dann, das kam dann glaube ich erstmal nicht zur Eintragung, weil dann eine außerordentliche Mitgliederversammlung her musste. Und das ist irgendwie nie zustande gekommen, recht spät. Dann hat sich wiederum ja noch das Eintragen beim Amtsgericht Hannover verzögert. Und wenn ich es jetzt ganz genau nehme, müsste es erst im 2017, im September oder Oktober zur Eintragung gekommen sein. Also müsste es, hat mir Marco damals gesagt, so jetzt bin ich auch nicht mehr erster Vorsitzender, weil ich war es beim Amtsgericht bis 2017 auf dem Papier. Und dann war Marco im Grunde ja nur einen Monat lang oder 2 Monate lang beim Amtsgericht zumindest als erster Vorsitzender eingetragen. Und dann gab es ja dann da wieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung aus anderen Gründen, wo ja dann Paul dann erster Vorsitzender geworden ist. Da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, dass das dann im Hintergrund war ich ja dann doch ein bisschen länger im Amt, ohne dass ich das wollte und ohne dass ich wusste, dass ich dafür hafte. Ist ja nichts passiert, aber ja. Einer der lustigsten Momente war, als wir uns zu viert Just for Fun beim 3x3 Allerweg-Turnier angemeldet haben und eigentlich nicht wirklich viele Erwartungen hatten und uns gedacht haben, komm, wir zocken einfach, wird lustig. Wir haben gesehen, die meisten Mannschaften spielen über uns, da waren wir ein bisschen eingeschüchtert, haben uns auch, muss man ehrlich sagen, nicht wirklich aufgewärmt. Dann haben wir gesehen, erstes Spiel gewonnen, gucken, wie es weiterläuft, zweites Spiel gewonnen, dann das dritte Spiel haben wir verloren, aber waren dann trotzdem weiter. Dann haben wir eigentlich nur noch gewonnen, bis ins Finale haben wir es dann geschafft. Und im Finale gab es dann die große Überraschung für uns. Da haben wir nämlich 17-6 gewonnen und dann sind wir Allerweg Meister geworden, obwohl wir da in dieses Turnier reingegangen sind ohne Erwartungen. Das war schon cool. Eine Grillfeier mit dem Herrenteam, der Herren 1 momentan. Eine sehr internationale Feier. Besonders war sie deshalb, weil einer der Spieler, nämlich José Beltran, sagte, er würde für uns mexikanisches Essen machen und wir rechneten damit, wir kommen da so hin und dann wird man das in deutscher Manier in 2 Stunden erledigen und dann vielleicht ein bisschen was trinken. Aber es war eigentlich so, dass wir um 16 Uhr begonnen haben und um 22 Uhr langsam dann der Hauptgang serviert und verspeist wurde, getrunken wurde nebenbei auch die ganze Zeit und José hat einfach gezeigt, wie man ein Grillfest, ein Essen gemeinsam zelebrieren kann, auf die Kleinigkeiten Acht geben kann und wir haben sehr viel gelacht und haben sehr viel zugenommen an dem Abend und das war einfach ein super Highlight. Also ich kriege das Jahr nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich kann mich noch an eine Dudes-Trophy erinnern, noch im alten Dudes-Dome, also im uralten Dudes-Dome.
wo wir mit allen Mann pünktlich um 10 Uhr morgens da standen und dann der Hausmeister nicht kam, um aufzuschließen. Und er kam dann erst eine Stunde später und dann mussten wir innerhalb von einer halben Stunde alles aufbauen. Und wir haben es trotzdem irgendwie hinbekommen und auch sämtliche Gastmannschaften waren sehr nachsichtig mit uns und haben voll mitgezogen. Also ich glaube, eines meiner ersten Spiele ist mir schon relativ krass im Kopf geblieben, weil Chris, der damalige Freund von Jesse, aufgrund von irgendeiner verlorenen Wette, keine Ahnung, also ich war da noch nicht so in dem ganzen Thema drin, aber mit einem rosa Tütü in Halbzeitpause rumsprang. Das mit dem rosa Tütü war übrigens die Rookie-Challenge bei unserem Team. Ah, okay. André hat das ja auch gemacht. Stimmt, aber irgendwie kann ich mich nur an... Ja, und eigentlich sollten es alle anderen Rookies auch machen, aber das ist dabei geblieben, dass die beiden Trainer das gemacht haben. Früher hatten wir ab und zu den Brauch in der damaligen dritten Herren, dass wir neue trainingsinteressierte Leute, die mal vorbeischauen wollten, als sie gefragt haben, wo trainieren wir denn, dass wir die haben zur Villa am Tönnesberg kommen lassen. Das war auch immer relativ lustig. Die meisten sind aber trotzdem auch wiedergekommen. Was ich am herausragendsten eigentlich fand, war so irgendwie, dass sich mein Spitzname Ingold kreiert hat. Aus welchem Grund auch immer. Das weiß ich nicht mehr, aber der hat sich eingebürgert und in dem Zuge, als ich damals meinen 40. bei mir zu Hause gefeiert habe, weiß ich noch ganz genau, dass mir die Jungs halt, ich meine, wie viele waren da, 25, 30 Leute, mir so ein geiles Bild geschenkt haben quasi, was sie so nachgestellt haben. Sehr spezielles Bild, vielleicht kann man das geschwärzt dann irgendwie nochmal zur Verfügung stellen und in diesem ganzen Rahmen, das war so die Zeit, wo Ingold eben etabliert wurde und das finde ich ist eigentlich so die schönste Anekdote oder Erinnerung an diese 10 Jahre. Nach dem Training hat Ilja, ich glaube es war sein Geburtstag oder so, in der Halle für uns, also ist natürlich nie wirklich passiert, mit einer kleinen Kochplatte und einem Topf Würstchen gekocht, lecker Bockwürstchen, hatte Bier dabei und das war wirklich das absolute Highlight, dass wir dann danach im Training saßen, er hatte sich sogar eine Schürze umgebunden und hat uns vom Allerfeinsten bewirtet. Im Grunde, was für mich eigentlich so eine Geschichte ist, durch diese ganze Dudes-Geschichte, ist meine Basketball- ist mein Leben, ne? Also seit jeher war Basketball, hat das eine zentrale Rolle gespielt in der Berufswahl, in der Hobbywahl, in wie ich mein Leben gestalte. Und am Ende waren die Dudes auch ein gutes Sprungbrett damals, sich beruflich dann auch nochmal dahin zu bewegen, ne? Also ich habe 2 Versuche gehabt mit Leipzig und mit dann Alba Berlin. Ich glaube, dass das ohne dieses Projekt nicht zwangsläufig so, also wahrscheinlich schon, aber ich glaube, dass das einfach nochmal ganz, ganz viel Reputation und Expertise hat man da mitgebracht, wenn du so ein Projekt machst. Und das hat interessant und neugierig gemacht. Wie oft waren wir denn das war aber eher Markus' Part tatsächlich, bei irgendwelchen Veranstaltungen von Stadtsportbünden, Landessportbund, sogar, glaube ich, bis zum DOSB, wo dieses Projekt Lindendudes über die Stadtgrenzen hinaus oder über die Stadtteilgrenzen hinaus getragen wurde und Aufmerksamkeit bekommen hat durch das, was wir da machen. Welcher Verein hat denn das bisher geschafft, nach so einer kurzen Existenz solche Wellen zu schlagen? Da war ich mit Marco eingeladen auf einer Tagung um die Zukunft der Vereine oder die Zukunft des Vereinssports. Und wir haben da einen Vortrag gehalten über die Dinge, die wir anders machen in unserem Verein. Und da saß da ein Auditorium voller 55-jähriger Vereinswürdenträger und guckte so ein bisschen mit geöffnetem Mund. Das war auch eine sehr spannende Sache und auch ein schönes Highlight so für mich persönlich. Und es ist ja auch so, dass ich heute noch angerufen werde. Da stehen noch Körbe im Erika-Fisch-Stadion. Wollte ich dir übrigens die ganze Zeit noch sagen. Wenn ich richtig informiert bin, stehen noch 2 Körbe im Erika-Fisch-Stadion. Hat mich die Stadt Hannover angerufen. Warum rufen die mich an? Der Laden muss zusammengehalten werden. Auch dafür gibt es eine Lösung. Meine Vorgängerin im Vorstand, die hat aufgehört und wir Frauen wurden dann von niemandem mehr repräsentiert. Und da haben wir gedacht, wir möchten unbedingt eine neue Frau wieder im Vorstand sehen. Und irgendwie hat sich das aber niemand zugetraut. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, gut, ich übernehme das, ich versuche das und habe aber auch sehr viel Rückhalt von den Mädels.
Tja, im Vorstand habe ich angefangen, mich zu engagieren nach einem Gespräch mit Paul Lübow auf der Dachterrasse vom White Tiger auf einer Party, wo er meinte, ich sollte doch auch mal irgendwas tun. Und dann habe ich ihn gefragt, warum. Naja, und am Ende ist dann dabei rausgekommen, dass ich mittlerweile ja auch schon das fünfte Jahr im Vorstand bin und gerne auch bei Aufbauten oder Abbauten, bei irgendwelchen Veranstaltungen geholfen habe. Ich glaube, das ist auch so ein Persönlichkeitswandel, der stattgefunden hat. Ne? Wenn man so seine Stufen im Leben erreicht, kommt man ja auch irgendwann dahin, dass man eben nicht nur nimmt, sondern auch geben möchte als Selbstentfaltung. Und ich glaube, das habe ich durchgemacht und so habe ich dann bei den Dudes das weitergegeben. Auszeit! I got the horses in the bag, horse stock is attached. Head is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. On a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. Ab und an wird auch mal Sport getrieben bei den Dudes. So soll es hin und wieder passiert sein, dass aber auch einige wertvolle Momente kreiert wurden. Mein sportliches Highlight ist verbunden mit einem blauen Auge. Also sportliches Highlight, was man eigentlich nicht macht, die erste Dudes Trophy selbst gewinnen. Also war auf jeden Fall stark, hat Spaß gemacht und aber sollte man eigentlich nicht tun. Also eigentlich als Gastgeber schenkst du eigentlich ab, aber wir haben es trotzdem durchgezogen. Also mein persönlich sportliches Highlight ist auf jeden Fall das Spiel. Das war, glaube ich, in der U18. Da haben wir den Gegner irgendwie 110 zu 25 oder so abgezogen. Und dass ich dann noch mehr Punkte als das gegnerische Team hatte, das hat mir irgendwie so ein bisschen Kobe-Vibes gegeben, als er da die 81 Punkte gegen Toronto hatte. So hat man sich dann danach gefühlt. Mein sportliches Highlight war sicherlich der Half-Court-Shot in der AWD-Arena vor 4.500 Leuten, den ich selbstverständlich getroffen habe. Ja, jetzt mit den Dudes. Wie gesagt, ich hatte meine sportliche Karriere schon hinter mir. Also ich weiß, dass es ein Spiel gegen TKH gab, wo ich auch mal ausnahmsweise, sonst bin ich ja nicht so der Punktebringer, sage ich mal, auch relativ viele Punkte gebracht oder gemacht habe. Wir das Spiel aber leider ganz knapp verloren haben. Ansonsten war es eher auch immer so dieses Teamgeist. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt, also auch Spielerinnen, die in richtig guten Mannschaften gespielt haben, von denen man viel lernen konnte. Sportlicher Highlight, kann ich ganz klar sagen, war damals, als wir, ich kriege die Saison nicht mehr ganz genau hin, 2013, 2014, glaube ich, ungefähr in dem Dreh, als wir Bezirksklassenmeister geworden sind und in die Bezirksliga aufgestiegen sind mit der damaligen Truppe. Das war schon echt eine super Saison, wo wir dann wirklich, ich glaube, bis aufs letzte Saisonspiel auch ungeschlagen blieben. Meine beste Saison so als sportliches Highlight als Spieler war 2013-14. Stefan als Coach mit Christoph Risius. Nee, Quatsch, André Rossi. Oh mein Gott, also André Rossi und Chris Risius. Mit Stefan, Marco, Philipp Trubianski, der Butcher, CJ, Paul, am Ende noch Alan dabei. Also das war schon eine geile Truppe. Wir hatten sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, wie wir am Ende abgeschnitten sind. Ich glaube, wir sind natürlich nicht aufgestiegen, weil ich ja dabei war. Aber das war schon eine Saison, die habe ich auch echt sehr ernst genommen. Wir mussten uns mit den Ladies tatsächlich ein bisschen umstrukturieren. Wir hatten einige Abgänge und einige Neuzugänge und hatten dann viele dabei, die noch gar nicht lange Basketball gespielt haben. Und wir haben uns in kürzester Zeit als Team neu zusammengefunden und haben uns in einem Jahr dann auch relativ schnell auch weiterentwickelt. Und das war einfach super schön zu sehen. Sportliche Highlights gab es für mich vor allen Dingen zwei. Das erste davon war absolut das damalige Linden-Dudes-Derby-Rückspiel.
zwischen Dudes 2, als wir noch Dudes 2 waren, und Dudes 3 und meiner persönlichen kleinen Fehde damals mit CJ. Und welches wirklich hin und her ging, Vollgas die ganze Zeit war. Und am Ende haben wir es, glaube ich, mit 2 Punkten gewonnen, weil mit dem Schlusspfiff die Dritte 3 Freiwürfe hatte, damit hätte gewinnen können und einfach keinen gemacht hat. Und es war einfach geil. Und ja, also emotional war das sicherlich das Beste, zusammen mit unserem damaligen mehr oder weniger Aufstiegsspiel bei Hellas, wo man sich das so vorstellen muss, dass wir in der Halle waren, da waren, keine Ahnung, 100 Griechen, alle auf 180, keine Schiedsrichter da, dann kamen Schiedsrichter, die beide Anfänger waren, nur erst einer da, dann kam der zweite und dann ging das Spiel los, die hatten null Kontrolle und damals bei uns, weiß ich noch, Nino hat direkt die Ansage bekommen in der ersten Minute, mach das nochmal und ich brächte den Arm. Und mit diesem, ja, mit dieser Art ging das Spiel weiter und dann habe ich in der Halbzeit, weiß ich noch, habe ich den Schiedsrichter zusammengeschissen, dass er nicht mehr pfeifen soll, sonst gibt es gleich Tote. Und am Ende haben wir das Spiel gewonnen und sind dann auch aufgestiegen und das war dann schon gut. Ja, das schönste Spiel, an das ich mich erinnere, war der Aufstieg der Bezirksligamannschaft. Ich weiß das Jahr nicht mehr genau, vielleicht 2017, 18. Mit dem finalen Spiel gegen Hesel zu Hause, schon im neuen Dudes Dome. Und das war einfach ein sehr gutes Spiel von uns. Dort haben wir mit viel Power gespielt und es war einfach cool, dass wir es sportlich an dem Tag geschafft haben, mal alles auf den Platz zu bringen und dann den Aufstieg sportlich zu schaffen. Es war ein Aufstiegsspiel gegen den Hesler SV oder SV Hesel, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und da waren sogar, das war sogar mal ein Spiel, wo, das war schon im neuen Dudes Dome und da waren sogar auch einige Zuschauer da, da waren sogar Arbeitskollegen von mir da, die haben da richtig auch, ein paar sind sogar richtig mit, wie es sich für die Dudes gehört, im Bademantel gekommen und hatten sogar Transparente vorbereitet und man könnte sie fast als Hooligans bezeichnen, die wir dann da hatten, oder Ultras besser gesagt. Und ja, das blaue Auge, also es war ungefähr so, dass ich nach 5 Minuten, glaube ich, irgendwie einen Ellenbogen oder eine Faust oder so abgekriegt habe, dann mein Auge zugeschwollen ist oder angeschwollen ist auf jeden Fall. Ich erstmal ein bisschen aussetzen musste und konnte dann aber glücklicherweise nach der Halbzeit wieder mitspielen. Und in meiner Erinnerung ist es auch so abgelaufen, dass ich dann den Siegpunkt gemacht habe, aber das muss nicht unbedingt so sein. Vielleicht war ich auch ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr als nur am Auge abgekriegt. Man weiß es nicht so genau. Aber das Spiel haben wir gewonnen, wir sind aufgestiegen mit diesem Spiel und das war auf jeden Fall mein sportliches Highlight bei den Dudes. 10 Jahre und noch längst kein Ende in Sicht. Auch die Zukunft wird gespickt mit einem Wunschzettel, um die Idee Linden Dudes am Leben zu halten. Ja, dass wir weiter so machen, dass es bald so viele Jugendmannschaften gibt, dass die Erwachsenenmannschaften gut gefüllt werden können und dass, so wie es jetzt ja scheinbar auch schon ist, die ersten aus der eigenen Jugend in die Erwachsenenmannschaften kommen. Im Vorstand versuche ich, den Damenbereich und den Jugendbereich bei den Mädchen ein bisschen besser aufzubauen und wünsche mir, dass wir da eben mehr Mädchen motivieren können, mit Basketball anzufangen, um langfristig auch den Mädchen, Jugend und den Damenbereich zu stärken. Dass wir uns weiterhin selber nicht so ernst nehmen, dass wir den Spaß nicht verlieren an der Sache. Auch, es muss ja gar nicht dieses sportliche Ziel so hochgehangen werden, aber das man den Verein trotzdem als einen der wichtigen Vereine, was Basketball angeht, in Hannover einfach kennt. Zum einen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und zum anderen, dass alles anders wird. Ich möchte gerne, dass das, was wir haben, so bleibt. Also dieser Zusammenhalt, dieses Geile, auch der Stolz auf diesen Verein, das, was wir da geschaffen haben. Und zum anderen, dass wir in manchen Sachen besser werden. Also für mich persönlich wäre zum Beispiel das Thema Jugendarbeit was ich
gerne verbessert sehen würde? Ja, erstmal, dass die Dudes lange fortbestehen können, dass sie ihre Mitgliederzahlen weiter steigern können, also solche formellen Dinge des Wachsens. Vor allen Dingen aber auch, dass die Stimmung gut bleibt. Jeder Verein verändert sich, viele Vorstände wechseln in der Regel, damit auch ein bisschen die Art der Vereinsgestaltung. Ich glaube, die Dudes haben das trotzdem hingekriegt, dass gewisse Traditionen eben erhalten geblieben sind, und ich hoffe, dass das auch weiter so bleibt. Ich wünsche mir, dass sozusagen dieser Grundgedanke von wir sind ein Verein von Engagierten, also und auch ein Verein der Breite, der viele Kinder in den Verein bringt, der auch Quereinsteigern die Möglichkeit gibt und eben mehr ist als nur Basketball, dass diese Philosophie bleibt. Und auch weiterhin das einzelne Individuum fördern mit seinen Stärken und Fähigkeiten, dass er sein Engagement in den Verein einbringen kann und wir darauf halt weiterhin großen Wert legen. Für die Zukunft der Dudes wünsche ich mir, dass wir auch weiterhin auf so viele engagierte Schultern zählen können, auf die wir die ganzen Aufgaben auch verteilen können. Nicht, dass sich das immer so auf einige wenige zentriert, sondern dass wir das auch weiter auf vielen Händen tragen können, die ganzen kleinen verschiedenen Aufgaben, die sich dann doch hochsummieren, wenn das immer nur wenige Leute machen. Und bis jetzt lief das eigentlich immer insgesamt ganz gut, weshalb wir auch immer die ganzen Wechsel im Vorstand ganz gut hinbekommen haben. Und das, so wünsche ich mir das eigentlich auch für die Zukunft. Wenn ich nochmal ganz konkret auf die Vereinsentwicklung schaue, dann würde ich sagen, es wäre schön, wenn der Damenbereich wieder erstarken könnte, dass diese jetzige Situation mit den zwei Damenteams macht mir da Hoffnung, und das wäre super, wenn das klappen könnte. Und wenn unsere Herrenmannschaft, erste Herrenmannschaft, zweite, dritte, die sind sehr ambitioniert momentan, vierte, zeigt sich auch ambitioniert. Also wenn wir da auch gucken, dass wir sportlich ein bisschen vorankommen, vielleicht könnten wir mal ein Verein sein, der Oberliga spielt. Das fände ich ganz schön. Ich weiß nicht, hab noch im Ohr, dass wir 2017 JBBL spielen. Jetzt ist 2022, haben wir fast geschafft. Für die Zukunft der Dudes ist es, glaube ich, wichtig, genau diese Idee des Engagementvereins weiterzutragen oder diese Grundpfeiler, die wir uns mal alle gewünscht haben, als wir den Verein gegründet haben, weiter in die Zukunft zu tragen und in die Jugend auch zu übertragen. Da habe ich jetzt beispielsweise keinen Einblick, wie gut das da überhaupt klappt und funktioniert. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch da eine Herausforderung ist. Für die Zukunft der Dudes wünsche ich mir noch, dass ein bisschen mehr auf die Jugendarbeit eingegangen wird. Also nicht im Sinne von Entwicklung und Spielern, sondern dass die Jugendspieler mehr ins Vereinsleben einbezogen werden im Sinne von Schiedsrichterausbildung oder Kampfgericht. Da ist noch einige Jugendspieler gibt, bei denen das noch nicht so angekommen ist, dass es sowas gibt oder dass sowas gemacht werden sollte und muss. Dass wieder ein bisschen noch mehr Zusammenhalt, dass die Leute mehr freiwillig wieder mitmachen. Wenn man sich überlegt, wir waren früher, keine Ahnung, 20 Leute und beim Helfereinsatz waren 16. Ja, jetzt sind wir, ich weiß gar nicht, 150, 200 und beim Helfereinsatz sind 10. Ja, das sind sicherlich Sachen, was auch neue Mitglieder einfach erleben müssen und verstehen müssen, dass einfach da ein bisschen mehr passieren muss. Ich wünsche mir, dass wir bald mal wieder über eine lange Zeit Basketball spielen dürfen. Jetzt gar nicht durch die Dudes, sondern durch die besondere Situation, in der wir uns befinden. Und dass wir auch weiterhin die Möglichkeit haben, so als Verein zu agieren, wie wir das tun und getan haben. Das Hauptproblem ist sicherlich auch die Finanzierung. Also alles wird deutlich teurer. Das können wir natürlich nicht eins zu eins an unsere Mitglieder weitergeben. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen, dass wir irgendwann von dem, wo wir wirklich sehr, sehr viel für unsere Mitglieder über das Normale hinausgeben, dass wir das irgendwann nicht mehr können und dass sich dann eben die Stimmung verändert. Dass wir vielleicht auch ein bisschen weniger Engagement von den Mitgliedern haben, was man leider schon feststellen kann. Klar, in dieser besonderen Situation kann man das jedem nur nachsehen. Aber wir leben halt davon, dass Leute freiwillig mehr tun als normal. Und das wünsche ich mir für die Zukunft auch, damit es so weitergehen kann, wie es die letzten 10 Jahre war. Also dass diese Idee des Miteinanders, des Engagements weitergetragen wird, weil das ist die große Stärke und das macht diesen Verein einzigartig, denn alle anderen gibt es zuhauf.
Ein Projekt, das seinesgleichen sucht und jedes Mitglied mit großem Stolz erfüllen kann. Worauf bin ich besonders stolz? Ja, gut, das natürlich. Also ich glaube grundlegend auf alles, was wir so erreicht haben bei den Dudes. Dass die Linden Dudes viele Menschen ansprechen, also viele Basketballfans ansprechen, die dann sich dem Verein anschließen und diese Idee teilen und sich da mit identifizieren können. Das finde ich genial. Und da sind so ganz viele Kleinigkeiten, auf die man so stolz ist. Also alleine, das fängt an bei der Vorstandsarbeit zum Beispiel, dass wir uns wirklich jeden Monat mit 7, 8, 9 Leuten getroffen haben, Vorstand, plus sogar noch ein paar Jungs und Mädels, die gar nicht im Vorstand waren und dann wirklich aber trotzdem jeden Monat mit uns an dieser Vorstandssitzung teilgenommen haben. Und man selbst in Zeiten von Corona dann das jeden Monat mit einer super Disziplin und Ausdauer online gemacht hat, in Zeiten, wo das sowieso für alle nicht so einfach ist. Vielleicht auch das Kritischste im Verein, aber hält sich immer noch das Credit Point System. Ich glaube, das hat uns auch europaweit bekannt gemacht. Also ich habe Anfragen und Fotos von Vorträgen aus der Schweiz, aus Österreich gekriegt. Also da haben wir auf jeden Fall einen guten Fußabdruck hinterlassen in der Vereinslandschaft und bin immer noch davon überzeugt, dass das ein gutes Modell ist und auch die Grundidee von Vereinen, nämlich Solidargemeinschaft, nochmal besonders in den Vordergrund rückt. Und ich finde, darauf kann man wirklich stolz sein. Da macht es mich einfach stolz, in die Halle zu kommen natürlich und zu sehen, wie viele Teams da rumlaufen, wie viele Leute einfach, also es macht mich schon stolz zu sehen, wie viele Leute mit einem Dudes-Pulli rumlaufen und dass dieses Logo stolz auf der Brust durch die Stadt tragen. Und noch geiler wird es dann, wenn irgendwelche Leute das auf der Brust tragen, die gar nicht hier in Hannover wohnen, sondern in irgendwelchen anderen Städten und damit gerne rumlaufen und das stolz präsentieren. Stolz macht es mich auch, wenn mich irgendwelche Leute ansprechen aus Süddeutschland, von denen ich noch nie was gehört habe, von einem Verein, von dem ich noch nie was gehört habe und können sofort was mit dem Namen Dudes anfangen, weil sie auf irgendeine Art und Weise schon mal in Berührung gekommen sind mit uns. Und ja, also das sind alles so Kleinigkeiten, aber das ist dann vielleicht auch nicht zu stolz. Gehört ja meistens auch so ein bisschen, dass man selber was damit zu tun hat. Das kann ich gar nicht sagen, dass ich immer was damit zu tun hatte. Trotzdem macht es mich stolz, in so einem Verein zu sein, Vorstandsvorsitzender gewesen zu sein. Wir haben ja wahrscheinlich mehr Erfolge neben dem Platz als auf dem Platz gefeiert. Also sind ja mehrfach irgendwie ausgezeichnet worden für digitalster Verein in der Sparte unter 500 Mitgliedern, beim Vereinswettbewerb des Landessportbundes weit vorne gewesen, waren bei Konferenzen des DOSB, bei der Führungsakademie in Köln, also haben eigentlich sozusagen so ein bisschen diesen Gedanken wieder nach außen getragen und erneuert und ich glaube auch da viel Dialog angestiftet, wie ein moderner Verein aussehen kann und ich glaube, das ist auch ein wirklicher Erfolg, den wir mitgebracht haben. Ne? Dass es auch sozusagen in der Art geht, wie man Verein leben und organisieren kann. Und klar, Neugründung, wie man sagt, Startup, ne? Viel einfacher als bei historischen Traditionsvereinen, aber trotzdem ein gutes Modell, wie Verein auch aussehen kann und wie ein moderner Verein aussieht. Und ja, das macht einen schon ein bisschen stolz, da einige Jahre mitgewirkt zu haben und das zu sehen, dass es jetzt noch so weitergeht. Okay, Spiel ist vorbei. Das ist mein Verein, ich liebe meinen Verein. Mich gibt es nur einen Verein. Den Linden-Dudes e.V. Ich verkaufe meine Playstation für meinen Verein. Okay, wir müssen in die Overtime. Ihr habt noch 5 Minuten Zeit und dann geht's in die Overtime. Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble! Welcome
to the big show. Okay, everybody in the house, come on. Die Schiedsrichter sind raus. Die kommen hier nicht rein. Muss das denn sein? Ich will zocken. Die Lukes auf der Boot rocken. Was geht? Sehr viele Bälle unterm Korb. Was sagst du zur Ausbeute? Geht noch. Das ist der Bolo mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Danke. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, tolle Stimmung hier in der Arena der Linden Dudes. Heute mit neuem Banner und neuer Ausschilderung. Wir bedanken uns für Ihr Interesse heute hier im Dudesdom und wir wünschen uns, dass Sie bald wieder dabei sind, wenn es heißt Let's do it again. Tschüss und auf Wiedersehen. Noch ein Schwenk durch die Halle und tschüss. Und die Moral von der Geschichte? Besser als bei den Dudes geht es einfach nicht. Die besten Dinge
entstehen meistens aus den verrücktesten Ideen. Und wer mit jeder Menge Leidenschaft, Hingabe und Sorgfalt zu etwas ganz Besonderem. Einen besonderen Ort der freien Entfaltung, der gewollten Ungleichheiten, der geförderten Individualität, der gelebten Gemeinschaft, an dem Neues gefördert und gefordert wird. Ein wundervolles Projekt, das seit 10 Jahren eine sportliche Heimat für eine Vielzahl von Basketballerinnen und Basketballern bietet und sich ungetrübter Begeisterung erfreut. Unser Fazit nach einem Jahrzehnt: eine bessere Idee als die Linden Dudes hat die Welt noch nicht gesehen. Auf die nächsten 10, ach was rede ich da, die nächsten 100 Jahre. Cheers. Und macht's gut. Was würdest du bei einem zweiten Versuch anders machen? Keine WhatsApp-Gruppen. War es die richtige Entscheidung, den Verein zu gründen? Ja, voll. Also letztendlich, das eine ist ja das Sportliche, was zu finden, was man gemeinschaftlich machen kann. Auf der anderen Seite ist ja auch Freizeit und das so zu gestalten, wie man sich das vorstellt. Und von daher war ja auch eine lange Zeit sozusagen Schwerpunkt auch so in meinem Leben und auch in der Familie. Wir waren ja alle in der Familie bei den Dudes quasi beheimatet gewesen und von daher war total richtig. War es die richtige Entscheidung, den Verein zu gründen? Ja, klar, absolut. Absolut, klar. Es war wahrscheinlich, also wie gesagt, machst du nicht zweimal im Leben. Das ist genial. Unique. Tell me who could stop me, I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home. When it's over with, I'ma be the king of the throne. Now who could stop me, I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home. When it's over with, I'ma be the king of the throne. Ja, liebe Dudes, ich würde gern ein paar Rezensionen aus dem Internet vorlesen. Neuland für uns alle und ich habe die Diskette mit dem Google rausgeholt und folgende Einträge gefunden. VG schreibt, der beste Basketballverein in ganz Hannover. Auch wenn ich seit einigen Jahren dem Basketballsport den Rücken gekehrt habe, so bleibe ich im Herzen für immer ein Dude. J.B. schreibt, ich spiele jetzt seit 5 Jahren in diesem Verein und bin bisher immer glücklich über die Trainer. Das ist halt so ein Chili-Milli-Verein und das feiere ich hart. Fettes Lob an den Verein und vor allem aber an den Vorstand. I.R. Bester Verein in Hannover. Ein gewisser Marcel Schösse schreibt, freundliches Personal. Aber, das muss man auch sagen, es gibt auch kritische Stimmen, um mal aus einer kritischen Rezension zu zitieren. Hier beschwert sich jemand, dass er nicht schnell genug kontaktiert worden sei von einem Verein, der Profiverein sein will. Und jetzt wörtlich, nun nach dem zweiten Training wurde ich nie wieder kontaktiert. Ich sagte Ihnen auch, dass ich aufgrund meiner Knieverletzung, Operation und Genesung einige Zeit brauche, um meinen Höhepunkt zu erreichen. Ja, also der war nicht zufrieden und da müssen wir einfach noch ein bisschen dran arbeiten, wenn wir damit gemeint waren. Danke. Das alles begann mit einem Bier. Was ich ja überhaupt nicht mag, ist Harry. Deswegen war Lindener Spezial auch das erste Dudes-Bier. Bis das irgendwann ist das umgeschlagen. Kein Einfluss mehr. Niedersachsen, Dude! Junger Verein, erst seit 2009 spielt Basketball. It's over with, I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W, I'ma bring it home. When it's over with, I'ma be the king of the throne. I'm in the zone.
Tellerwäscher zum Millionär. Anders könnte man, glaube ich, meinen Werdegang bei den Dudes nicht beschreiben. Sie kommen. Die Dudes. Ja, weil Christus in den Himmel aufgehört. Ah, deswegen. Ja. Ist doch wegen Saufen hier, oder nicht?